Hello everybody, this is Peter Svidler with the highlights video of Game 11 of the World Championship match going on in London between Magnus Carlsen, the world champion, and Fabiano Caruana. And as mentioned, we will be covering Game 11 of the match, which was a draw. Thank you for watching. This has been Peter Svidler for Chess24. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Kommentierung der 12. Runde der letzten klassischen Runde der Weltmeisterschaft 2018. Fabiano Caruana, der Herausforderer, hat heute noch ein letztes Mal Weiß. Und wenn er gewinnt, dann ist er der neue Schachweltmeister. Ja, sollte Magnus Carlsen mit Schwarz Remis halten, geht es in die Tiebreaks, die am Mittwoch stattfinden. Gut, und sollte Magnus Carlsen mit Schwarz gewinnen, dann bleibt er der Weltmeister. Ich bin Nikolas und Melanie wird um ca. 17 Uhr zur Live-Übertragung dazukommen. Ja, bevor ich jetzt wieder eine Eröffnungsvorhersage mache, die wahrscheinlich nicht zutrifft, die wäre nämlich E4, E5, Springer F3, Springer C6, das würde ich mir mal wünschen, statt C5, was Fabiano und Magnus hier so vorbereitet hätten. Das würde mich brennend interessieren, aber C5 wurde bisher ziemlich erfolgreich von Magnus gespielt und wir werden jetzt kurz vor Start noch einmal die Vergangenheit Revue passieren lassen und uns die Weißpartien von Fabiano noch einmal zu Gemüte führen im absoluten Schnelldurchgang. Runde 1, wir haben Rossolimo gesehen mit schnellem Läufer schlägt C6, Magnus wählt den Aufbau mit G6 und lässt den D-Bauern wieder nehmen. Hier der absolute Standard mit H3 von Weiß im sechsten Zug. Wir alle erinnern uns, das war wahrscheinlich die größte Chance des Weltmeisters in dieser Weltmeisterschaft bisher mit Schwarz auf Sieg zu spielen, denn er stand ziemlich gut. Wir haben hier einen Plan gesehen von Fabiano, die F-Linie zu öffnen, diesen Aufbau mit H6, G5 von Magnus. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Chance für Magnus. Ja, Runde Nummer 3. Da haben wir einen etwas neuen Ansatz von Fabiano gesehen im Rossolimo, nämlich auf H3 komplett zu verzichten. Stattdessen hat er mit recht frühem A3, B4 gespielt. Die Partie war ziemlich ausgeglichen. Ich würde sagen, leichte Chancen für Fabiano. Ansonsten relativ ruhige Partie. Runde Nummer 5. Ist vielen von euch bestimmt noch im Gedächtnis. Da kam Rossolimo mit Turm E1, also auf Läufer schlägt C6, wurde verzichtet mit sechstens B4. Es startete mit einem Feuerwerk, aber wie sich herausstellte, hatte Magnus auch diese relativ seltene Variante sehr, sehr gut vorbereitet und Weiß kam in dieser Partie nicht dazu, wirklich einen Druck aufzubauen. Wir kommen zu Runde 8. In Runde 8 hat Fabiano das erste Mal zum offenen Sizilianer mit D4 gegriffen. Zu erwarten war, dass Magnus Sveshnikov spielt und das kam auch. Nämlich hier nach E5 eingeleitet und Fabiano hat siebtens Springer D5 gespielt. Eine deutlich seltener gespielte Variante im Vergleich zur Hauptvariante mit Läufer G5. Vielleicht bekommen wir heute nochmal einen Sveshnikov zu sehen. Und eventuell wird Fabiano uns zeigen, was er vielleicht für Neuerungen in der Hauptvariante im Köcher hat.
Ja, Springer D5 gespielt worden, der Abtausch Springer B8, A4 und nach beiderseitiger Rochade und Springer D7 Läufer D2, der Zug der Wahl von Fabiano in Runde 8. Auch hier hat er eine ziemlich gute Stellung bekommen. Und wenn man den Computervarianten so trauen darf, beziehungsweise wenn man sie als Maßstab nehmen möchte, dann stand Fabiano in dieser Partie tatsächlich auf Gewinn, indem er hier im 21. Zug den Durchbruch mit C5 forciert hat. DC5, nee, Quatsch, Springer F3, jetzt DC5, Turm D1. Und hier steht Weiß sehr, sehr gut. Es ist aber ein langer und mühsamer Weg zum Sieg, den er nicht gefunden hat. Stattdessen hat Magnus relativ schnell die Kurve bekommen und ausgeglichen. Runde 10 kam dann 12. B4 in derselben Variante. Ein Versuch, die Partie aus der Runde 8 zu verbessern. Aber Magnus hat gut gekontert mit A6 und dann A5. Und wer diese Partie nicht gesehen hat, der sollte sie sich auf jeden Fall nochmal in der Zusammenfassung angucken, denn das war eine Wahnsinnspartie. Aber auch hier muss man sagen, viel hat Fabiano aus der Öffnung nicht herausgeholt. Im Mittelspiel dann schon, zeitweise sehr umkämpft, auch mal leichter Vorteil für Weiß, aber aus der Öffnung direkt nicht. So, und während wir auf die Züge warten, einmal der wichtige Hinweis für alle von euch, die zuschauen und gerne noch einmal die Chance nutzen möchten, Premium-Mitglied zu werden zu einem besonderen WM-Rabatt. Der oder diejenigen haben heute die Chance, denn ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber heute ist der sogenannte Cyber Monday. Eigentlich wie Black Friday, ihr bekommt wieder sage und schreibe 40% auf die Premium-Mitgliedschaften. Ich lasse das einmal durchlaufen, dann wisst ihr Bescheid. Wer sich sagt, okay, er möchte zur Runde noch sofort Premium-Mitglied werden und möchte ohne Chat-Beschränkung mitmachen und im Chat aktiv werden, der hat jetzt nochmal die Chance. Und ich mache mich bereit, den ersten Zug wahrzunehmen. Bisher noch nichts gekommen. Und es gibt allgemein, glaube ich, zwei verschiedene Blickrichtungen. Sehr viele Leute gehen davon aus, dass es heute relativ risikoloses Remis wird, weil einfach enorm viel auf dem Spiel steht für beide Spieler. Magnus hat schon gesagt, wenn Fabiano nichts probiert, ist das für ihn okay. Er freut sich auf die Tiebreaks. Sollte Fabiano etwas versuchen, wird auch er mitspielen, und zwar um den Sieg. Das war seine klare Ansage. Und es liegt also an Fabiano. Ich denke persönlich, Fabiano wird heute noch einmal eine Überraschung versuchen, eine Neuerung oder eine selten gespielte Variante in der Eröffnung und wird vorsichtig probieren, ob er damit Magnus überrumpeln kann. Er wird aber, glaube ich, kein allzu großes Risiko fahren und eine sehr, sehr zweischneidige Variante spielen. Das glaube ich nicht. Ja, und wir warten gemeinsam auf den ersten Zug. Und ich glaube, ihr habt es alle gelesen, heute und auch nur heute 40% Rabatt mit dem Code Cyber Monday. Dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Partie. Und dem Chat entnehme ich, dass eventuell schon ein paar Partiezüge gespielt wurden. Wir werden abwarten, bis die Züge bei uns eintrudeln und einfach in der Zwischenzeit nochmal einen Schluck Tee trinken und abwarten. Und Sky Smash stellt die richtigen Fragen. Wo gibt es die Chess24-Tassen, wenn man denn schon Premium-Mitglied ist? Einmal eine E-Mail an den Support mit der Anfrage. Leider habe ich nur meine eigene Chess24-Tasse, aus der ich hier meinen Tee trinke. So. So langsam darf es gerne losgehen. Ihr seht es, bei mir läuft die Zeit schon runter. Das ist natürlich nicht der Fall. Hier unten 1:30 bei Fabiano, dass er seit 10 Minuten überlegt. Das ist
nicht der Fall. Oh, und wir haben die ersten Züge. E4, C5. Ich lag schon wieder falsch, wie ich schon eigentlich vermutet hatte, dass ich falsch liegen werde. Magnus greift zum letzten Mal in den klassischen Matches zur sizilianischen Verteidigung. Fabiano spielt Springer F3, Springer C6. Das auch heute wieder die Wahl von Magnus Carlsen, dem Weltmeister. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der dass die Sveshnikov-Eröffnung und auch Rossolimo in naher Zukunft sehr, sehr häufig gespielt werden wird. D4, C schlägt D4, steht auf dem Brett. Springer F6, nach dem Nehmen ist auch gekommen. Springer C3 wird kommen, ist gekommen. Und das ist wirklich ein wirklich schöner Trend, muss ich sagen, während wir hier ganz bequem die Öffnungszüge durchspielen. Denn es gab Zeiten, da wurde auf allerhöchstem Niveau sehr viel Berliner Verteidigung gespielt. Und diese Öffnung, ich gehe vielleicht ein Stück zu weit, aber ich glaube, das ist nicht das Richtige für Amateure zu spielen. Und aber alle gucken sich ab, was die Weltklasse spielt, und dementsprechend haben wir das auf allen Brettern dieser Welt gesehen. Abtausch auf D5 steht auf dem Brett, und ich denke, dass solche Stellungen auch fürs Schachverständnis der ganzen Welt oder allen Leuten, die zugucken und das nachspielen, sehr, sehr viel bringt, denn diese Stellung, da kann man unfassbar viel lernen. Angriff und Verteidigung, Ungleichgewichte, sehr, sehr schön. Und hier hat Magnus Carlsen die Partie abweichen lassen von den Runden 8 und 10, denn dort kam Springer B8, C4, Springer G6 gespielt und auf dem Brett. Dame A4 von Fabiano, das ist natürlich mal ein mächtiger Trick mit Springer schlägt D6. Läufer D7, Dame B4, und bei der Schlagfrequenz der beiden Spieler gelingt es mir noch nicht nachzuprüfen, wie die Variante so gesät ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt Dame A4 kommt und dann wieder Läufer D7, nur damit ich meine Aufgabe hier auch erledige. Und dann die Zugwiederholung, denn meine Spezialfähigkeit ist es, in Partieanalysen Zugwiederholungen zu finden, die nicht ganz abwegig sind. Okay, das heißt, wir haben 11 Züge gespielt und nach Dame A4 könnte eine Zugwiederholung kommen, die alles andere als, naja, also als unlogisch ist, denn auf Dame A4, auch wenn Schwarz jetzt schon einen Zug mehr hat mit dem Läufer auf F5, man kann nichts anderes spielen, außer König E7, aber der ist völlig verquer. Dame D7, dann kommt trotzdem Springer C7. Das heißt, alles, was Magnus gesagt hat, ja, er wird es Fabiano überlassen, ob es einen Kampf geben wird oder auch nicht. Das macht er jetzt auch auf dem Brett wahr, indem er mit Läufer F5 Fabiano die Zugwiederholung anbietet. Ach Gott. Okay, während Fabiano darüber nachdenkt, ob er mit Dame A4 in die Zugwiederholung einwilligt, und in Klammern, vielleicht weicht der Magnus auch noch ab, werde ich einmal die Datenbank zu dieser Stellung befragen. Und seien wir ehrlich, diese Zugwiederholung und das sehr schnelle Remis ist mit Sicherheit nicht das, was sich Schachfans wünschen. Aber, und da muss jeder ganz ehrlich zu sich selbst sein, wir alle wünschen uns doch das Tiebreak am Mittwoch. Das würde so unfassbar viel Spannung versprechen für alle Zuschauer, dass, glaube ich, keiner böse drum wäre, wenn es heute so schnell Remis ausgeht. So, Fabiano hat hier aber natürlich noch Alternativen, die wir gleich besprechen werden, nachdem ich euch mitgeteilt habe, was in dieser Stellung neu ist und was bereits gespielt wurde. Springer B5, D6,
Wir haben immer noch keinen Zug von Fabiano. Springer D5. Der Abtausch. Springer E7. Vielleicht fangen wir damit an. Springer E7 ist ein Zug, den man durchaus spielen kann, der in der Praxis auch schon häufig gespielt wurde. Es ist mit knapp einem Viertel der Partien von Springer B8. An der Zahl sind es 300 im Verhältnis zu ungefähr 1050. Es ist der zweithäufigste Zug an dieser Stelle. C4 ist der häufigste Zug. C4 ist sozusagen, wenn man möchte, die Mainline, die Hauptvariante. C4. Und jetzt Springer G6 ist der zweithäufigste Zug. Es gibt noch die Möglichkeit, Springer F5 zu spielen. Und Dame A4 ist der Hauptzug für Weiß. Dame A4 mit dieser Drohung, Springer schlägt D6 oder auch Springer C7. Und es kam H4 von Fabiano. Sehr schön, das schauen wir uns gleich im Detail an. Er hat also der Zugwiederholung eine Abfuhr erteilt. Eventuell noch keine komplette Abfuhr, denn nach H5 von Magnus kann er immer noch Dame A4 spielen. Dame B4 muss auch sein, vielleicht nochmal an dieser Stelle, um die Eröffnung einmal aufzuarbeiten, denn es droht A6. Also sollte die Dame auf jeden Fall ziehen. Und jetzt droht Springer schlägt D6, deswegen Läufer F5, ein logischer Zug, aber nicht der häufigste Zug. Noch häufiger spielt Schwarz in dieser Stellung Dame B8 und das wäre auch nach der Zugwiederholung, also wenn Weiß darauf eingegangen wäre, wäre es die nächste Möglichkeit gewesen, für Magnus abzuweichen aus der Zugwiederholung. Und jetzt erhalten wir halt einfach eine Spielstellung, die bisher 13 Mal schon gespielt wurde. Das klingt nach sehr, sehr wenig und es ist auch nicht besonders viel. Aber es genügt, damit die Spieler es auf dem Schirm haben, denn sie prüfen die Datenbanken sehr intensiv und schauen, was wurde schon probiert und was wurde noch nicht probiert in klassischen Partien. Läufer F5 im 11. Zug ist dreimal gespielt worden. Und hier schauen wir nochmal genauer rein, wie die Partien ausgegangen sind. Ja, also wie ich das sehe, haben wir nach Läufer F5 noch keine Partien von Weltklasse-Spielern verfügbar. Aber das muss ja nichts heißen. Dame A4 wäre jetzt der Zug, der die Zugwiederholung anbietet. Wie schon erwähnt, Läufer D7, Dame B4. Und jetzt könnte natürlich Schwarz auch abweichen mit ja, Läufer B5 zur Not oder Dame B8. Dame B8 wäre der Hauptzug, der in der Praxis am häufigsten gespielt wurde. So, Fabianos Zug der Wahl ist aber H4. Und H4 ist ein ganz typisches Manöver, möchte ich mal sagen, um den Springer von G6 zu vertreiben mit H5. Wir können uns natürlich auch einmal angucken, was passiert, wenn Schwarz den nimmt. Ich denke, das wäre größerer Fehler, den jetzt zu nehmen. Schlagzüge sollte man immer zuerst berechnen. Turm schlägt H4, sicherlich das Kritische. Und wenn Schwarz jetzt auf H4 wieder schlagen würde, würde er nach Springer C7 einen ganzen Turm auf A8 verlieren, mit großer Ungewissheit, ob er den wiederbekommt. Ich glaube es eher nicht. Also das wäre schon ein großer Fehler, denn Weiß hat einen Turm für eine Figur gegeben und bekommt einen Turm. Und hier könnte man noch drüber nachdenken, dass Schwarz mit A6 den Gabel- und schachgebenden Springer auf C7 vorher einmal angreift. Jetzt kann natürlich der Turm ziehen oder sonst wie gedeckt werden und Weiß bekommt mindestens einen Bauern, wenn nicht sogar mehr. Ich könnte mir auch hier vorstellen, dass es starke Möglichkeiten wie C5 gibt. Die decken hier, machen bereit, mit dem Läufer wiederzunehmen und das Ganze wäre natürlich sehr, sehr schlecht für Schwarz. Deswegen greift Magnus hier zu H5
Und damit gibt er Fabiano weiterhin die Möglichkeit, mit Dame A4 die Züge zu wiederholen. Das ist aber absolut kein Muss, denn Weiß hat hier mit Sicherheit noch andere Möglichkeiten. Es gibt eine Beispielpartie zu der Stellung nach H4, die sehr, sehr frisch ist. Sie wurde im Oktober diesen Jahres gespielt von niemand Geringerem als Wladimir Kramnik bei der Schacholympiade, wo auch Fabiano und Magnus vor Ort waren. Das heißt, H4 werden sie sicherlich noch auf dem Schirm gehabt haben in dieser Stellung. Und damals kam A6 von Schwarz und dann H5 von Weiß. Also die Drohung auf den Springer B5wird mit der Drohung auf den Springer G6 beantwortet. Es kam Springer F4 und Springer C3 und später hat sich Kramnik durchgesetzt. Okay, das heißt, Fabiano hat hier wirklich wieder die Qual der Wahl und das ist vielleicht gar nicht so angenehm, würde ich sagen, sich entscheiden zu müssen, ob er Risiko fährt, ob er was riskiert und spielt oder ob er das, ja, ich glaube, fast sichere Remis nehmen wird. Wir können ja noch einmal ganz kurz prüfen, inwieweit beide Seiten hier abweichen können. Läufer D7 ist erzwungen, Dame B4 macht Sinn, Dame B8 ist spielbar. Allerdings glaube ich fest daran, dass Magnus hier Läufer F5 spielen würde. Okay, das bedeutet, diese Möglichkeit besteht definitiv. Was wären andere Möglichkeiten von Weiß? Nach einem Standardzug möchte ich mal fast sagen, sieht auch hier wieder Läufer G5 aus. Wir erinnern uns an Magnus' Vorbereitung in Runde Nummer 9 war es, mit Läufer G5 gegen Englisch oder mit Englisch gegen diesen Aufbau von Fabiano mit Läufer C5. Auch hier würde man sich A-Tempo entwickeln und eventuell einen Zug wie F6 provozieren, der seine Vor- und Nachteile hat. Die Struktur wird geschwächt bei Schwarz und wenn Schwarz die Kontrolle über diese weißen Felder irgendwann verliert, hat Weiß wirklich hervorragende Perspektiven. Ein weiterer Vorteil von Läufer G5, jetzt würde man ihn zurückziehen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass der Springer jetzt erstmal nicht mehr droht, auf H4 zu schlagen. Also Läufer G5 eine Möglichkeit, die Schwarz mit F6 beantworten könnte. Läufer E7 sollte er hier nicht ziehen, denn der Läufer wird gebraucht, um den Punkt D6 zu überdecken. Eine weitere Möglichkeit dürfte vermutlich Dame B8 sein, denn Dame B8 ist ja auch in den Varianten mit Dame A4, Läufer D7, Dame B4, dann ist ja auch Dame D8 ein probates Mittel, um den D6 zu überdecken. In der Folge wird man diesen Springer von B5 irgendwann mal wieder rausschmeißen müssen und ja, das wäre eine Stellung, die ich ehrlich gesagt ganz gerne sehen würde, wie die zwei Weltklasse-Spieler ausspielen, denn scheint mir eine interessante Stellung zu sein. Eigentlich wie schon nach dem Abtausch auf D5, denn wir haben das in Runde 8 und 10 gesehen. Solche Stellungen haben große Brisanz, dadurch, dass beide Seiten ihre Bauernmehrheiten haben und jede Seite hat den ganz klaren Plan angreifen. Ja? Also hier geht es nicht darum, die Klötzchen ein bisschen rumzuschieben und vielleicht dann alles abzutauschen und Remis zu machen, sondern hier geht es wirklich darum, wessen Angriff ist schneller. Wird Weiß zuerst zu so einem Durchbruch wie C5 kommen? Oder ist es Schwarz, der seine Bauernmehrheit am Königsflügel nach vorne bringt? Deswegen sehr, sehr großes Potenzial, diese Stellung. So, Fabiano überlegt noch völlig zu Recht, er hat eine große Entscheidung zu treffen, ob er hier weiterspielen möchte oder ob er es auch lieber auf die Tiebreaks verlagert. Und ich schaue einmal in den Chat, was da so passiert. Bieber sagt, er schlägt auch vor oder er vermutet, dass die Zugwiederholung kommen wird.
Ich wäre nicht überrascht, wenn sie kommt, denn beide Spieler stehen hier enorm unter Druck. Und so einen riesigen Wettkampf in einer einzig verbleibenden Partie zu entscheiden, ist natürlich ein brachialer Druck für beide Spieler. Das muss man einfach so sagen und so sehen, so ist es einfach. Klar, es wurden schon 11 Runden gespielt, aber dadurch, dass alle Remis waren, wird es jetzt heute entschieden, wenn eine Partie, wenn eine Seite gewinnt. Und das ist ich möchte es nicht nachempfinden, so einen enormen Druck. Ja, ansonsten wurde gefragt, ob die letzte Runde heute ohne Melanie stattfindet. Nein, Melanie kommt dazu. Außer die beiden einigen sich jetzt frühzeitig auf Remis. Dann ist Melanie nicht dabei in der letzten Runde, was sie natürlich sehr enttäuschen würde. Dementsprechend hoffe ich einfach auch für Melanie, dass die Partie heute noch ein bisschen geht. Die Remisbreite ist aber schon vorgegeben durch diese scharfe Eröffnung geringer als in zum Beispiel Runde 11, die letzte Runde. Gut, ihr habt die Zusammenfassung gesehen. Ja, okay, da war nun wirklich nicht viel los. Dame A4 gespielt von Fabiano. Läufer D7 kam sofort von Magnus Carlsen. Und ja, weiß ich nicht. Also jetzt, dazu kann ich nicht mehr viel sagen. Wenn die Zugwiederholung kommt, ich bin den beiden Spielern wirklich überhaupt nicht böse. Die haben hier 11 Runden lang um ihr Leben gekämpft am Brett, haben alles gegeben. Dame B4 steht auf dem Brett, Läufer F5 auch. Dass der Druck für einen Menschen irgendwann vielleicht zu groß ist, um es in einer einzigen Partie zu einer Entscheidung bringen zu wollen, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden als langjähriger Turnierspieler, auch wenn ich natürlich noch nicht um die Weltmeisterkrone gespielt habe. Ich kenne die Situation als Spieler zu Genüge, dass dann am Ende sehr viel von einer Partie abhängt. Und hier haben nun mal beide Spieler die Möglichkeit, und insbesondere Fabiano hat die Möglichkeit, die Zugwiederholung direkt zu spielen und ist dann im Tiebreak zu versuchen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass das Tiebreak nicht so einseitig sein wird, wie es viele vermuten. Denn viele sehen Magnus Carlsen als klaren Favoriten. Das kann man aus der Statistik aber erstmal nicht ablesen. Die beiden haben einen ausgeglichenen Score. Und weiterhin denke ich, im Tiebreak ist noch viel entscheidender, in der Eröffnung gut vorbereitet zu sein. Und in den klassischen Partien bisher hat sich Fabiano als der besser vorbereitete Spieler gezeigt. Das ist, naja, man kann, also ich würde jetzt sagen, das ist ein Fakt, aber prüft es gerne nach. Das ist mein ganz, ganz starkes Gefühl als intensiver Beobachter dieser Weltmeisterschaft. Und wenn Fabiano noch ein paar kritische Neuerungen hat, sowas wie 12. B4 zum Beispiel in der Runde 10 oder die seltene Läufer D2 in Runde 8, dann ist das die eine Sache, so einen Zug in einer Turnierpartie zu spielen, wenn ein Magnus Carlsen, der stärkste Spieler der Welt, Nummer 1 der Weltrangliste, ausreichend Zeit hat, darüber nachzudenken, als wenn man ihm sowas im Schnellschach vorsetzt und er hat nur wenige Minuten, um wirklich so eine Entscheidung dann zu treffen. Wie soll er mit dieser Neuerung umgehen? Und da sehe ich eigentlich Fabiano nicht im Nachteil beim Tiebreak. Also vom rein spielerischen her ja, wenn man aber schaut, wie viel die Eröffnung mit reinspielt, dann sehe ich ihn da im Moment nicht im Nachteil, es sei denn, Magnus hat auch noch ein paar Überraschungen auf Lager. So, was machen die beiden jetzt? Weiß hat die Zugwiederholung einmal gespielt und es liegt jetzt an ihm, die Zugwiederholung ja weiter anzustreben. Also Magnus hat schon gezeigt, er wird nicht abweichen. Zumindest hat er das erstmal so getan. Er kann natürlich immer noch abweichen, wenn jetzt wieder Dame A4 kommt, Läufer D7, Dame B4. Er hatte jetzt zuletzt im
was war es, im 14. Zug sofort Läufer F5 gemacht, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Es wäre ein absolutes Highlight, wenn er der Zugwiederholung ausweichen würde. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn er hier sowas wie Dame B8 macht. Da glaube ich nicht dran, denn er ist auch schon 2016 sehr sicher gewesen und zielsicher ist er in die Tiebreaks gegangen, weil er da ein entsprechendes, entsprechendes Selbstbewusstsein einfach hat. Und ich sehe keinen Grund, warum er das mit Dame B8 nicht machen sollte. Also warum er Dame B8 machen sollte und damit nicht forciert in die Tiebreaks gehen. Ja, ansonsten, während Fabiano diese schwerwiegende Entscheidung zu treffen hat, erzähle ich euch noch ein bisschen über die potenziellen Tiebreaks. Wenn es heute Remis ausgeht, dann wird es am Mittwoch zur selben Zeit wie immer, 15 Uhr Ortszeit, das bedeutet für die Zuschauer in Deutschland 16 Uhr, wird der Startschuss fallen für die Tiebreaks. Dann beginnt es mit einem Match aus 4 Partien Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten pro Spieler und einem Inkrement von 10 Sekunden. Wer innerhalb dieser 4 Minimatches oder 4 Partien, insgesamt ein Minimatch aus 4 Partien, wer es schafft, 2,5 Punkte zu holen, wäre der neue / oder auch alte Weltmeister. Wenn es 2-2 ausgeht, wir erinnern uns, 2016 ging es 3-1 für Magnus Carlsen aus gegen Sergei Kajakin. Wenn es 2-2 ausgeht, dann steigen wir in die Blitzschachphase ein. Da wird es geben bis zu 5 Matches, bestehend aus jeweils 2 Blitzpartien. Und wer es schafft, 1,5 Punkte aus 2 zu holen in einem dieser Matches, der ist neuer / alter Weltmeister. Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten plus 3 Sekunden. Das ist die Standardbedenkzeit für Blitzpartien auf dem Niveau. Und sollte es, und das ist wirklich alles andere als wahrscheinlich, sollte es nach 10 Blitzpartien, also 5 Matches, A2 Partien, sollte jedes Match 1-1 ausgehen, dann kommt es zur Armageddon-Partie. Und ich glaube, da wisst ihr mittlerweile alle, was da passieren wird. Da wird nämlich einfach gesagt, okay, Weiß bekommt mehr Zeit, dafür hat Schwarz bei Remis gewonnen. So, und dann könnten wir natürlich erleben, wie Geschichte geschrieben wird, wenn ein Weltmeister durch ein Remis in der Armageddon-Partie entsteht. Das wäre phänomenal, auch ein bisschen merkwürdig, gebe ich zu. Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Die Wahrscheinlichkeiten oder die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Armageddon kommt, ist gleich null, denke ich mal. Ja, ich werfe noch einen Blick in den Chat. Ja, manche sagen, es war eine lahme Weltmeisterschaft. Ich habe in den Medien häufig mitbekommen, dass einiges an Kritik geäußert wurde, insbesondere, dass die vielen Remisen für Unmut gesorgt haben. Aber ich bitte euch alle, eines nicht zu vergessen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen langweiligen Remis und unfassbar spannenden Remis. Ich gebe zu, gestern bzw. vorgestern, 11. Runde, war ein langweiliges Remis. Das ist meine ganz klare Meinung zur Runde 11. Sollte es hier die Zugwiederholung geben, dann ist es auch ein langweiliges Remis. So, da rede ich nicht drum herum. Das ist einfach so, das ist meine klare Meinung. Aber, und das ist eigentlich der Kernpunkt, die 10 Partien waren so hart umkämpft, beide sind Risiko gegangen und sie haben wirklich Schach auf ja schon fast überirdischem Niveau gezeigt. Und dadurch kamen halt so viele Remisen zustande, weil keine Seite bereit war, solch entscheidende Fehler zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn jemand mich mit dieser Aussage widerlegt. Aber ich bin der klaren Meinung, wenn man den Durchschnitt der Spieler nimmt oder der Abweichung vom Optimum, dann war das die qualitativ hochwertigste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Wow. Und ihr seht es auf diesem Mini-Brett
über mir. Fabiano spielt weiter. Fabiano spielt weiter. Läufer E3 steht auf dem Brett. Und das ist eine Entscheidung, die wirklich sehr, sehr viel Mut kostet. Wow. Also Hut ab vom Herausforderer. Ganz, ganz großes Kino, finde ich. Wow. Und ich denke mal, seien wir ganz ehrlich, es geht hier... Nein, was haben wir denn jetzt? Die Zugübertragung kommt gerade etwas merkwürdig rein. Auf Läufer E3 kam kein Läufer D7. Läufer E3 ist auf dem Brett jetzt auch wieder zurückgezogen. Stattdessen stand gerade kurzzeitig der Bauer auf A4. Wir warten einfach einen kleinen Moment und schauen, was sich ergeben wird. Läufer E3 scheint aber der aktuelle Zug zu sein. Und Läufer D7 kam nicht. Kurzzeitig noch angezeigt als aktueller Zug war auch Bauer nach A4. Auch das sieht für mich aus wie ein spielbarer Zug. Aber kein besonders starker Zug. Denn nach A4 ist es doch so, man hat C4 schon gespielt. Und wenn wir das einfach mit der Variante vergleichen, die bisher schon mal kam, dann ist es doch so, dass Weiß hier nicht so einen leichten Zugriff auf B6 hat. Boah, so schon gar nicht. Wenn Schwarz A6 spielt, also die Bauernschwäche auf H4 existiert auch noch. Also ich glaube nicht, dass A4 wirklich kam. Es scheint mir so zu sein, als wäre Läufer E3 gekommen. So, und ich kann einmal prüfen, ob wir hier noch aktuelle Partien als Referenz haben. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich schwer beeindruckt von Fabiano, dass er hier weiterspielt und sich nicht abduckt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja, irgendwo ein kleiner Schlag ins Gesicht von Magnus Carlsen war, der gesagt hat, okay, ich biete dir hier ein Remis an. Gut, die Finanzen mal wirklich außen vor gelassen. Mit dem Remis wäre es so gewesen, dass der Verlierer des gesamten Matches auf jeden Fall $50.000 mehr in der Tasche hätte. Aber ich glaube, das ist beiden Spielern relativ egal, denn der Weltmeistertitel hat eine viel größere Bedeutung als man in Geld überhaupt messen kann. Deswegen völlig zu Recht, also das Geld ist hier keine Motivation. Aber auch aus weißer Sicht, aus Sicht von Fabiano, dieser unfassbare Druck, der auf ihm lastet, er könnte einmal verschnaufen und dann würde es noch einige Partien mehr geben. Aber er spielt weiter mit Läufer E3 und Magnus antwortet mit A6, deckt den Bauern auf A7. Springer C3 wäre der logische Zug, den Springer hier nach A3 zu stellen, hat wenig Vorzüge, denn der Bauer steht schon auf C4, der A-Bauer ist noch nicht vorne, also hier sollte Weiß ziemlich sicher zu Springer C3 greifen, zumindest ist das der deutlich natürlichere Zug. Und ja, der H4 ist schwach, der B7 ist schwach. Vielleicht können wir hier beobachten, wie sich ein weiteres Ungleichgewicht auftut, wenn Schwarz jetzt den Bauern H4 ins Visier nimmt. Ich weiß nicht, beziehungsweise glaube nicht, Springer C3 ist gespielt worden, dass Schwarz hier sofort nehmen sollte, denn jetzt kommt wahrscheinlich wieder sehr, sehr stark C5 und Angriff auf den Springer H4. Und wenn der Springer jetzt zurückzieht, Dame schlägt B7 oder ähnliches, das sieht schon sehr, sehr schlimm aus. Oder auch Dame A4 gefolgt von C6. Sieht schon nach einem gewinnbringenden Vorteil aus. Dementsprechend gibt es hier die Wahl zwischen Verteidigung und Angriff. Ein potenzieller Angriffszug wäre sowas wie Läufer E7. Der bereitet vor, auf H4 zu nehmen, würde den B7
zum Schlagen anbieten. Und dann könnte Schwarz seine Entwicklung sehr schnell abschließen mit der kurzen Rochade. Und ja, Springer C3 steht, also wäre es jetzt auch. Werden wir auch gleich sehen, was Magnus sich überlegt hat. Eventuell wäre es hier auch gar nicht schlau, sofort auf B7 zu nehmen. Sieht zumindest sehr gefährlich aus, wenn jetzt die Rochade kommt. Dann droht Schwarz auch Turm B8, gefolgt von Turm schlägt B2. Und der weiße König, der sollte sich nicht allzu wohl in der Mitte fühlen. es gäbe die Möglichkeit, hier vielleicht den Bauern B2 mit der langen Rochade zu decken. Aber wenn die Spieler heute so etwas machen, also sowas absolut Verrücktes und Ultrascharfes, muss man sagen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also dann falle ich aus allen Wolken. Also ich würde hier viel mehr sowas wie G3 vermuten. Deckt den Bauern auf H4 und jetzt irgendein Zug, der den Bauern B7 deckt. Oder die Rochade, damit man auf Dame B7 Turm B8 hat. Also Weiß sollte vermutlich nicht auf B7 nehmen, sondern sowas wie, ja, Läufer E2 sieht gut aus. Greift den H-Bauern an. Ja, und jetzt müsste man schon mit Schwarz etwas kreativ werden. Der Bauer ist schwer zu decken. Läufer G4 wäre kein Zug, den ich spielen wollen würde. Schon nach dem Abtausch und H5 muss der Springer nach H8. Das wäre wohl auch schon eine glatte Gewinnstellung für Weiß. Also müsste Schwarz hier schon den Bauern H5 opfern. Vielleicht kann er E4 spielen und auf Läufer schlägt H5 Springer E5 mit der Drohung Springer D3. Und das wäre eine super scharfe Stellung. Weiß hat einen ganzen Bauern mehr, hat aber gewisse Probleme mit seinem König. Springer D3 droht, Schwarz ist besser entwickelt. Also das wäre so ein klassisches Opfer, was man mit Schwarz eventuell spielen könnte, wenn man wirklich Lust hat auf Krawall. Ja, und ich stimme Phoenix83 aus dem Chat völlig zu. Den größten Respekt für beide Spieler, denn sie haben einfach großartiges Schach gezeigt. Natürlich ist es mitunter an manchen Stellen dann nicht hochbrisant, aber sie haben annähernd perfektes Schach gespielt. Und wenn man dem Gegner keine Chance lässt, dann ist Remino nun mal das normale Ergebnis beim Schach. Okay, wir gehen noch einmal zurück. Wir können das Thema Eröffnung an dieser Stelle abhaken, denn diese Stellung scheint neu zu sein. Die gab es bisher in klassischen Partien noch nicht. Und dann wollen wir uns mal dran machen, hier noch Alternativen für Magnus zu finden. Läufer E7 war gerade der erste Vorschlag von mir, was auf lange Sicht einhergeht mit einem, wahrscheinlich mit einem Bauernopfer von Schwarz, wenn nach G3 die Rochade kommt. Man kann hier natürlich noch prüfen, ob Schwarz andere Möglichkeiten zur Verfügung hat. Nach der Rochade ist Läufer E2 unangenehm, denn der H5 ist nicht mehr gut zu verteidigen. Auf der anderen Seite könnte Schwarz halt mit E4 schnelles Spiel bekommen. Ja, wenn man das Ganze im Blick hat, dann könnte man hier natürlich noch nach Alternativen für Schwarz suchen. Sowas wie Dame D7 sieht auf den ersten Blick recht gut aus, aber Springer A4 mit der Drohung Springer B6 wäre mir persönlich sehr lästig, wenn ich hier die schwarzen Steine führen würde. Das würde mir gar nicht gefallen. Also Dame D7, machbar ist es vielleicht. Man kann das vielleicht machen. Man das wirklich machen möchte, ist eine andere Geschichte. Eventuell Läufer G4 mit der Idee, Läufer E2 rauszunehmen oder abzumildern. Jetzt müsste man sich natürlich wieder mit Dame schlägt B7 befassen
und auch mit anderen Zügen, die ein klein wenig lästig sind. Sowas wie Läufer B6, wie wir es auch schon von Fabiano gesehen haben. Das hat er in Runde 10 gespielt, dieses Manöver, dass er mit dem Läufer auf B6 Raum einnimmt, von dort C5 unterstützt, immer noch deckt, aber auch angreift. Das wäre durchaus eine Option an dieser Stelle. Jetzt könnte man Dame D7 aber wahrscheinlich etwas entspannter spielen, weil Weiß das Feld B6 für den Springer noch räumen müsste, bevor es hier weitergeht. Aber das ist eine völlig spielbare und interessante Stellung, also für beide Seiten spielbar. Hier könnte dann so ein Entwicklungszug wie Läufer G2 gefolgt von beiderseitigen Rochaden kommen. Und ja, wir halten das typische Spiel mit Bauernmehrheiten. Beide Seiten greifen an. Schwarz irgendwann F5, F4. Sicherlich muss er noch Probleme lösen nach F5. Muss immer aufpassen, dass nach F3 nicht sein Läufer weg ist. Und ja, wir haben jetzt aber mittlerweile einen anderen Zug von Magnus Carlsen. Der steht jetzt auf dem Brett. Und es ist Dame nach C7. Deckt den Bauern auf B7. Und nun gut, ich lasse mich überraschen. Es ist nicht der erste Zug, den man erwartet hätte. Denn Dame C7 sieht so ein bisschen aus wie, naja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wie so der Notanker, den man so macht, wenn man vielleicht nicht optimal vorbereitet ist. Was ich eigentlich nicht wirklich glauben kann, aber gut, wer weiß. Denn Dame C7 lässt Weiß doch viele Möglichkeiten, irgendwann mal auf B6 reinzukommen. Deckt den B7, statt das Spiel schärfer zu gestalten, wie mit Läufer E7. Und gut, Weiß kommt auch jetzt bequem raus. Aber das wäre ja vermutlich ohnehin, außer in dieser Bauernopfervariante mit E4 und der schnellen kurzen Rochade. Ja, sowas wie G3 wäre ein Zug, der in diese Struktur, in diese Stellung immer sehr, sehr gut reinpasst, denn auf lange Sicht möchte man mit Weiß natürlich auch rochieren und ja, nach Möglichkeit auch kurz. Und wenn man zu voreilig sowas wie Läufer E2 spielt, dann hätte ich persönlich ja, etwas Respekt vor Springer F4, der Weiß hier wiederum vor eine Entscheidung stellt, ob er das Läuferpaar aufgeben möchte oder nicht. Wenn er das tut, mit Läufer schlägt F4, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Schwarz ausreichende Kompensation hat für seine etwas merkwürdige Bauernstruktur, denn dieser Läufer, wenn der erstmal auf der Diagonale A1 H8 auftaucht, dann ja, glänzt er dort und hat wirklich viele Felder unter seiner Kontrolle, kann über E5 zum Beispiel dann auch mal mit dem Bauernopfer oder ähnlichem in den Angriff einsteigen. Er kann den H4 ins Visier nehmen über E7. Und der ist natürlich nicht mehr so gut zu decken, weil jedes Mal, wenn Weiß nach dem Abtausch mal G3 macht, dann tauscht er den schwarzen Doppelbauern ab. Der Durchbruch mit C5 wird sich hier dann auch ein bisschen schwierig gestalten, weil Schwarz zumindest im Moment mit dem Bauern, Läufer und Dame da sehr, sehr stark gegenhält. Also Läufer E2 wäre ein Zug, wo Springer F4 stark in Betracht kommt. Und jetzt vielleicht Läufer F1. Man muss natürlich hier konkret die Sachen mit Springer D3 abhandeln. Die Idee wäre hier, den Springer mit G3 wieder zu vertreiben und ja, dann fröhlich zu sein. Dann sagt man sich, okay, Läufer E2 war ein Versuch wert, ich hätte G3 zuerst spielen sollen. Also hier die Möglichkeit für Schwarz wieder für die Zugwiederholung. Interessant könnte aber auch Springer D3 sein. Jetzt ergibt sich dann die etwas andere Konstellation, dass Schwarz den weißfältrigen Läufer hätte und auch keine sichtbare Schwäche. Ja, wäre auch interessant, muss ich sagen. Vielleicht kann man hier das Spiel auf den schwarzen König forcieren, danach mit B3 den C4 decken oder auf andere Art und Weise. Und
Das wäre sehr, sehr interessant. Also das Läuferpaar ist nett, aber wohl noch nicht der entscheidende Faktor. Denn das wird es erst werden, wenn die Stellung sich öffnet und die Läufer zur Geltung kommen. Der Läufer auf D3 steht unangenehm, wird aber wahrscheinlich vertrieben werden, sodass ja nicht wirklich klar ist, wer besser steht. Insbesondere nicht, wenn Schwarz hier sowas wie König E7 machen muss. Nach dem Damentausch ist halt immer das Problem, dass dann sehr viele Figuren durch die Gabel auf B6 angegriffen werden. Also sowas, Springer steht dann auf B6, der ist sicherlich so gut wie der Läufer auf D3. Ja, das wären, glaube ich, so die Optionen für Fabiano an dieser Stelle. Läufer B6 kann man immer einschieben. Ob das wirklich gut ist, da würde er sich drüber Gedanken machen müssen. Man kann mit Sicherheit auch warten und das zu einem späteren Zeitpunkt spielen. Ein Zug, der super reinpasst, auch hier in Beschränkung des Springer G6, ist G3. Und jetzt wäre sowas wie Läufer E7 zu erwarten. Also ein bisschen entwickeln sollte man sich schon. Perspektivisch interessant, besonders nach G3, wäre das Vorgehen mit E4, gefolgt von Springer E5 und eventuell Springer F3 oder D3. Hier ganz konkret wird der Bauer auf E4 wahrscheinlich zu flott angegriffen, als dass man genug Gegenspiel bekommt mit dem Springer, der über E5 droht reinzukommen. Also hier E4 wahrscheinlich noch zu früh, aber G3 der Zug, den ich eigentlich recht sicher von Fabiano erwarte. Und im Chat wird geschrieben, Komp gegen Mozart. Ja, der Spitzname von Magnus Carlsen oder wie ihn vor einigen Jahren die Zeitschriften betitelt haben, der Mozart des Schachs, und Fabiano wird hier der Computer genannt, denn er ist bekannt dafür, gerade in wilden Stellungen gut den Überblick zu behalten und Varianten so scharf zu berechnen wie ein Computer. Schauen wir auch hier noch einmal nach Alternativen für Fabiano. Was könnte er noch so alles machen? Er könnte natürlich versuchen, sehr, sehr schnell mit dem Springer nach B6 zu kommen. Die Frage ist, was ihm das sofort bringt. Unklar. Schwarz würde sich erstmal entwickeln und weiter die Füße stillhalten, abwarten. Sowas wie Läufer E7 wahrscheinlich spielen. Und nach Springer B6 würde nun vermutlich Turm B8 oder Turm D8 folgen. Wahrscheinlich eher Turm D8, denn Turm D8 geht ganz gut mit dieser perspektivischen Drohung C5 um, indem er verhindert oder es deutlich erschwert, dass nach einem Schlagen auf C5 dieser D-Bauer zur Gefahr wird. Ja, hier ist noch nicht so wirklich ersichtlich, dass der Springer auf B6 so gut steht. Und das ist so allgemein etwas im Schach, was schwer zu bewerten ist. Wie es mit Leichtfiguren aussieht, die als ja, die im Vorposten stehen, weit im gegnerischen Lager, wie hier der Springer auf B6. Die kritische Frage zur Bewertung, wie stark so eine Figur ist, die lautet meist: Welche Felder im gegnerischen Lager kontrolliert diese Figur und wie wichtig sind diese Felder? Er kontrolliert im gegnerischen Lager erstmal diese drei Felder. Ich würde aber einfach mal sagen, sie sind gerade nicht besonders wichtig, denn Schwarz möchte ohnehin kurz rochieren und perspektivisch F4, F5, E4 die Bauern nach vorne spielen. Das heißt, es wäre eventuell etwas verfrüht, den Springer hier schon auf B6 zu parken. Ja, denn gerade die Kontrolle über C8, D7, A8 auch, die scheint mir im Moment nicht ausreichend zu sein. Und hier würde man jetzt zwar Läufer B6 drohen, aber also Schwarz bekommt einige Möglichkeiten neben der Zugwiederholung, muss man sagen. Also direktes Springer A4 sieht
nicht so attraktiv aus. Man muss außerdem vorsichtig sein mit solchen Vorstößen wie C5. Das ist ein Zug, den man in so einer Struktur immer berechnen sollte, ob die eine Seite mit der Bauernmehrheit den Durchbruch schafft. Hier ist aber der König in der Mitte eventuell ein Problem für Weiß, denn Schwarz könnte sofort seine Entwicklung abschließen mit der Rochade und auf mögliches Schlagen auf D6, dann nimmt der Läufer wieder und Weiß hat den isolierten Bauern auf D5, der noch keinen Rückhalt hat. Also Züge wie C5 sind genau dann interessant, wenn Weiß diesen Raumvorteil, den er hinter der Struktur hat, ja, dass er eventuell auch verdoppeln könnte auf der D-Linie, wenn er diesen Raumvorteil nutzt, um seine Figuren in Stellung zu bringen und danach direkt weiter mit D6 Druck machen kann. Hier wäre sowas wie Springer A4, C5 wahrscheinlich verfrüht. Ja, und es gibt noch einen weiteren Vorschlag im Chat, was passieren könnte. Eventuell auch hier wieder Dame A4 und nach Läufer D7 der Damenrückzug, naja, nach B4 oder B3. Die Dame auf B4 beeindruckt mich hier nicht mehr besonders, denn der Zug Dame B4 hatte immer einen ganz konkreten Grund. Man hat gemeinsam mit dem Springer B5 Druck auf D6 aufgebaut. Hier steht die Dame auf B4 eher ein klein wenig unnatürlich. Und Dame B3 oder sowas wäre vermutlich angesagt. Aber hier erneut Läufer F5 zu spielen und die Zugwiederholung anzubieten, ich glaube es ganz ehrlich nicht. Warum sollte Schwarz das tun? Ich glaube, es ist ja auch objektiv nicht der beste Zug, denn der Läufer auf D7, der steht nicht schlecht. Warum sollte der jetzt nochmal gezogen werden? Läufer E7 ist angesagt, Entwicklung voranbringen. Und Fabiano hatte die Chance auf eine Zugwiederholung, hatte sie abgelehnt. Also warum sollte Magnus hier ihm noch eine Chance geben? Also wenn wir es zusammenfassen, hatte Fabiano in dieser Partie bereits zweimal die Möglichkeit, die Züge zu wiederholen. Einmal hat er sie, naja, praktisch einmal wiederholt, um Gewissheit zu bekommen, ob er das Remis wirklich bekommen würde. Das war nämlich an dieser Stelle nach Läufer D7, Dame B4, Läufer F5, die erste Möglichkeit für Fabiano, die Züge zu wiederholen mit Dame A4, denn Läufer D7 ist ein absolutes Muss und nach Dame B4 wäre vermutlich wieder Läufer F5 gekommen. Ja, diese Möglichkeit hat er nach Läufer F5 nicht wahrgenommen, hat erstmal H4 gespielt und nach H5 hat er natürlich die gleiche Möglichkeit wieder. Diesmal hat er die Züge wiederholt. Es ist ja eigentlich keine Wiederholung, denn die Stellung ist neu mit diesen Bauern, aber die Veränderung durch H4, H5, die spielt ja für diese Remis-Schaukel keine Rolle. Also kann man schon sagen, dass Fabiano hier die Zugwiederholung einmal angedroht hat. Läufer D7, Dame B4, Läufer F5 ist auch gekommen. Jetzt hat Fabiano aber nach längerer Bedenkzeit zu Läufer E3 gegriffen und ist der Zugwiederholung ausgewichen. Nach A6, Springer C3, Dame C7 ist gekommen. Hier jetzt nochmal auf eine Zugwiederholung mit Dame A4 Schach zu hoffen, ist unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Also jetzt für Fabiano zu hoffen, dass Magnus jetzt noch bereit wäre, die Züge zu wiederholen, wo er offensichtlich bessere Möglichkeiten hat, nach Läufer D7, Dame B3 seine Entwicklung abzuschließen. Ja, außerdem finde ich auch, Fabiano hatte genug Chancen aufs schnelle Remis. Jetzt wollen wir doch alle eine umkämpfte Partie sehen. Und gerne kann ich an dieser Stelle auch nochmal auf die weißen Möglichkeiten eingehen. Ich bin der Meinung, Weiß sollte früher oder später ohnehin G3 in seinen Aufbau einschieben, denn Schwarz wird sich mit Läufer E7 entwickeln und dann in naher Zukunft immer mal drohen, diesen Bauern zu schlagen. Deswegen gehört G3 hier in den Aufbau von Weiß mit rein. Und weiterhin kann man hier natürlich schauen, ob man den Läufer nach E2 stellt,
wo er selber den H5 angreift und den C4 weiter deckt. Oder ob man den Läufer eventuell auch nach Läufer G2 stellt. Das wäre besonders interessant in dem Moment, wo Weiß sich jetzt zu, wo Schwarz sich zu verfrühtem E4 hinreißen lässt. Das ist aber unwahrscheinlich. Also G3 wäre jetzt einfach mal meine Hauptvariante, was ich vermuten würde, was kommt. Und jetzt wahrscheinlich der Standardzug Läufer E7. Man könnte zwar darüber nachdenken, so einen Zug wie Turm C8 einzustreuen, damit der Läufer sich nicht nach G2 entwickeln kann. Ich glaube aber, das wäre ein Fehler, denn der Läufer steht auf E2 vermutlich etwas besser als auf G2. Also sollte man keinen Zug Zeit verschwenden, ihn auf E2 zu zwingen. Ja? Sondern man sollte normal weiterspielen, ihm ruhig die Möglichkeit geben, sich nach G2 zu entwickeln. Ich denke, er steht auf E2 ein bisschen besser. Und ja, mit fortschreitender Entwicklung kommen immer neue Drohungen rein auf Läufer E2. Jetzt steht er schon auf E2, ist ja, verpflichtet dorthin gezogen. Jetzt könnte E4 wieder deutlich interessanter sein mit der Möglichkeit Springer E5, Springer D3 oder F3. Denn der Läufer auf E2 kommt nicht in einem Zug nach G2, um den E4 anzugreifen. Ist alles andere als klar, ob E4 wirklich das beste Vorgehen ist, aber es ist ein thematisches und interessantes Vorgehen. Und dementsprechend wird Weiß auch überlegen, ob er Läufer E2 macht oder ob er vielleicht noch andere Abwartezüge einstreut, die in seinem Aufbau helfen, sowas wie zum Beispiel Turm C1, um für den Moment das Zugrecht wieder abzugeben. Dann muss er sich aber sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, noch intensiver mit E4, denn Schwarz wird irgendwann rochieren und nach Läufer E2 ist Schwarz praktisch gezwungen, jetzt den aktiven Weg nach vorne zu nehmen mit E4, weil er den H5 nicht wirklich decken kann. Und das wäre alles andere als klar. Es droht Springer D3, also muss Läufer E2 kommen. Und hier, also selbst Springer D3 ist sehr, sehr unklar. Vielleicht gibt es hier noch weitere Möglichkeiten für Schwarz. Sowas wie Läufer G4. Läufer G4 ist jetzt nicht nur ein billiger Trick, denn Läufer schlägt G4, verliert natürlich sofort wegen Springer D3. Aber auch andere Züge wie Läufer F3 werden angedroht oder das Schlagen gefolgt von Springer D3 und auf Springer schlägt E4. Geht wahrscheinlich auch Läufer F3. Schöner Doppelangriff auf Turm und Springer. Und auf Läufer schlägt F3 würde hier wieder Springer D3 entscheiden kommen. So, das wäre eine Gewinnvariante tatsächlich mal für den Weltmeister. Und ich glaube, diese Variante verdeutlicht so ein bisschen, worum es in diesem Spiel gehen könnte. Nämlich, dass von der Struktur vorgegebene Spiel bleibt so. Schwarz spielt am Königsflügel und Weiß spielt eher am Damenflügel. In Klammern, wenn er dazu kommt. Das ist immer ganz wichtig, denn die Priorität 1 von Weiß ist es, den gegnerischen Angriff am Königsflügel abzuwehren. Und immer wenn er einen Zug Luft hat, ja, also wenn Schwarz keine Drohung aufstellt, dann wird er seinen Angriff hier vorbereiten mit solchen Zügen wie Turm C1, mit der Idee, irgendwann C5 zu spielen. Und das kann sehr, sehr schnell extrem scharf werden. Vielleicht auch schärfer, als es den beiden Spielern lieb ist. Wenn wir bedenken, es ist die 12. Runde bei einem Stand von 5,5 zu 5,5. Das heißt, beide Spieler gehen ein unfassbares Risiko ein, so eine Stellung anzustreben und zu spielen. Ja, das wäre so meine Vorhersage, was ich glaube, was kommt. Direktes Läufer E2, dann ist Springer F4 wirklich ein lästiger Zug. Das möchte man nicht unbedingt zulassen. Deswegen und auch wegen dem H4 G3 als logischer Zug, wobei Fabiano hier natürlich intensiv über mögliches E4 Springer E5 nachgrübeln muss und
die Varianten sind alles andere als eindeutig zu bewerten. Gerade mit dem Minuspawn auf H5 ist das ein extrem scharfes Spiel. Also, das für die letzte Runde. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte tatsächlich an dieser Stelle erwartet, dass die Zugwiederholung kommt und beide Spieler sich auf ein Remis einigen. Dass Fabiano hier abgewichen ist, ist ein großes Zeichen von Selbstbewusstsein und Mut. Aber so eine extrem scharfe Stellung zu spielen, wie wir sie hier erhalten werden, ist extrem, extrem, extrem mutig. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Es ist wahnsinnig mutig. Ja, und Fabiano grübelt jetzt schon 20 Minuten über seinen Zug nach. Er ist auf der Uhr deutlich hinten. Und vielleicht liebäugelt er doch noch damit, es ein letztes Mal zu versuchen, nachdem er jetzt wahrscheinlich schon einige dieser Opfervarianten mit E4 Springer E5 berechnet hat. Vielleicht sagt er sich, dass es wäre Wahnsinn, alles auf eine Karte zu setzen. Und vielleicht probiert er es nochmal und fragt Magnus ganz lieb an, ob er hier eventuell doch noch bereit wäre, die Züge zu wiederholen. Dann müsste sich sowas ergeben, Läufer D7, Dame B4. Wie gesagt, die Dame wirkt auf B4 jetzt eigentlich nicht mehr optimal. Ich würde sie eher nach B3 stellen, aber sei es drum. Und jetzt müsste natürlich Magnus auch Läufer F5 spielen, der alles andere als alternativlos ist. Ja, und es wird gefragt, ob Melanie Holz nicht deutlich früher da ist. Nee, tatsächlich ist sie das erste Mal leicht später da. Für gewöhnlich war die Ansage mit ab 17 Uhr. Da war sie dann meistens schon im Studio um 15:45 oder 16:00. Ich schau mal, ob sie sich gemeldet hat. Ob sie auf dem Weg ist, oder noch nicht. Okay. Ja, es scheint so, als würde Melanie heute bei der Arbeit keine Überstunden abbauen können. Nun gut, ich denke mal, dass die Partie auch erst in Kürze so richtig spannend werden wird. Also, sie hat schon was verpasst, aber sie wird mit Sicherheit gleich dazukommen und ja, sie ist jetzt auch in wenigen Minuten da, wie ich gerade höre. Und Horchi fragt, warum Fabiano mit Weiß Remis machen sollte. Oder wollen würde. Warum? Ich würde sagen, aus mehreren Gründen. Also erstmal kann man perspektivisch sagen, es ist die 12. Runde eines langen Matches. Beide Spieler sind relativ K.O. Ob man weiß hat oder schwarz hat, naja, bei dieser Weltmeisterschaft hat das nicht den Ausschlag gegeben. Einfach eine Option, das Match zu verlängern und zu sagen, okay, statt in einer Partie wird der Weltmeister in 4 Partien ausgespielt im ersten Teil des Tiebreaks. Und was noch dazu kommt, ich weiß nicht, wie groß der Vorteil mit Weiß überhaupt ist. Auch ultimativ gesehen durch voranschreitende Öffnungstheorie ist es doch so, dass Schwarzen immer mehr Eröffnungen fast forciert Ausgleich erreichen kann. Von daher, der Weißvorteil liegt dann eher darin, den Verlauf der Partie etwas besser bestimmen zu können. Aber gut, das gleicht sich natürlich auch wieder aus, wenn man so universal Genies hat, möchte ich mal sagen, wie sie hier am Brett sitzen, die jede Stellung spielen können. Von daher sehe ich nicht den großen Vorteil von Fabiano Weiß zu haben. Und es ist eine Geschmackssache, ob man sagt, man verlängert das Match, man möchte gerne Tiebreaks spielen oder ob man die Entscheidung wirklich erzwingen möchte oder es mit aller Macht probieren möchte. Also, ja. Deswegen durchaus, es war eine Option für Fabiano. Und man
man steckt halt auch nicht drin. Was noch dazu kommt, wir wissen nicht, was Fabiano mit seinem Team noch alles vorbereitet hat. Es kann durchaus sein, und es würde mich überhaupt nicht verwundern, wenn er spezielle Eröffnungsneuerungen entwickelt hat für die Möglichkeit eines Tiebreaks. Und sich damit vielleicht auch zu Recht gute Chancen ausrechnet. Was ist mit Dame B6, fragt Frajus. Ich denke, Dame B6 ist gar kein Zug, den Weiß hier spielen möchte, die Dame so früh vom Brett zu nehmen. Und Melanie ist jetzt im Studio. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Auch an alle Zuschauer. Ja, erzähl, was hast du schon gesehen, was hast du noch nicht gesehen? Oh, das, was da steht, habe ich noch nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, auch die Analysestellung, ne, mit Dame, ja, B6. Genau, nee, dann bin ich bis auf G3 auf dem aktuellsten Stand, aber du darfst mir trotzdem nochmal erläutern, weil ich natürlich nur einen ganz schnellen Blick drauf geworfen habe und nur die Zeiten sehen konnte und ja, die Züge, die gespielt wurden. Mhm. Es wurde eine Zugwiederholung angedeutet, aber nicht durchgeführt. Also du darfst mich gerne nochmal und alle, die auch jetzt frisch dazu gekommen sind, ja, durch die Partie im Schnelldurchlauf führen. Mache ich. Vielleicht noch ganz kurz diese eine Frage abhaken. Was ist mit Dame B6? Also ich denke mal, dass nach Dame B6 Schwarz könnte die Damen tauschen auf B6. Und das wäre völlig okay für Schwarz. Denn im Moment ist es, finde ich, eher die Dame auf C7, die irgendwann mal Ziel werden könnte. Ziel von Läufer B6, die hier von einem Springer umkesselt wird und dann gemeinsam mit C5, D6 auf die Druck ausgeübt wird. Und die weiße Dame ist leicht aktiver, also ich glaube, Weiß sollte hier nicht bewusst den Damentausch anstreben. Auch nach Zügen wie, wenn die Dame jetzt vielleicht doch zieht nach D7 oder C8 oder so, dann steht die Dame auf B6, glaube ich, mittelfristig eigenen Figuren im Weg, die da besser geparkt werden sollten. Ja, G3 Läufer E7 hatten wir in der Vorausschau schon etwas analysiert, deswegen einmal der Schnelldurchgang für dich und alle anderen, die jetzt dazugekommen sind. Es kam wieder C5, Springer F3, Springer C6, bereit für Rosso Limo und offene Sizilianer, so wie bisher in jeder Weißpartie. Und Fabiano greift zum dritten Mal zu drittens D4, genau. Ja. Und es kommt erneut Sveshnikov, auch hier wieder mit Springer D5, genau, das hatte ich auch gesehen. Das aber dann mit schon. C4, ne? Das war der Unterschied. Der Unterschied war Springer E7, ah, okay, von Magnus. Ach stimmt, nicht Springer B8, siehst du? Also Magnus weicht mit Springer E7 ab, es kommt C4 und jetzt nach Springer G6, Dame A4, droht natürlich Springer schlägt D6 oder auch Springer C7. War das schon ein Zug, der so die Hauptpfade verlassen hat, oder? Nee, alles noch im Normalbereich. Wir befinden uns im Bereich der meistgespielten oder zweithäufigsten Züge. Läufer D7, Dame B4, greift den Punkt D6 an, also kommt Läufer F5. Und das lädt ja quasi jetzt schon zu, oder hat man nach Dame A4 nochmal Alternativen? Dame D7 funktioniert ja nicht. Wegen Springer C7, ne? Das heißt, nach Dame A4 müsste man schon zurückgehen. Ja, Magnus voll bereit, sofort Remis zu machen. Mhm. Absolut bereit. Die Option für Schwarz, dem Remis auszuweichen, ist jeweils Dame B8. Und das ist auch der favorisierte Zug in der Praxis. Dame B8 kam häufiger als Läufer F5. Aha, das ist ja interessant. Ich hätte gedacht, so aus... Oder hat Läufer F5 noch andere Nachteile? Also ist davon nur der Nachteil, sage ich mal, dass man eine Zugwiederholung zulassen würde, gegebenenfalls? Oder ist auch damit B8 der objektiv bessere Zug? Also ich glaube, sie nehmen sich nicht viel, zumindest wenn der Computer einmal so ganz kurz drauf schaut, dann nehmen sie sich nicht viel. Aber in der Praxis ist es natürlich ein gehöriger Nachteil, dem Gegner eine Zugwiederholung anzubieten. Kommt drauf an mit Schwarz, ne? Es kommt ja extrem drauf an, welche Turniersituation man hat, ob man gerade einen starken Gegner hat, ob man überhaupt Lust hat zu spielen oder nicht. Aber in der Regel sind Eröffnungen
ja, nur für bestimmte Turniersituationen geeignet, wenn der Gegner ein Remis forcieren kann. So, es kam aber H4 und das mag jetzt erstmal sagen, wow, Fabiano möchte überhaupt kein Remis. Na gut, er hat ja danach immer noch die Chance. Genau, ne? Denn H4 droht ja relativ offensichtlich H5 an. Magnus lässt auch, ich glaube, relativ bewusst noch offen, was hier passiert. Er hätte das Spiel ein bisschen konkreter gestalten können mit A6, da gibt es eine Beispielpartie zu, dann kommt aber H5. Also das wäre sehr konkretes Spiel. Mhm. Stattdessen sagt er sich, okay, ich mache H5 und Fabiano, denk nochmal darüber nach. Also ich meine, es heißt ja auch noch nicht, dass Schwarz unbedingt Remis macht. Man hat ja dann nach Dame A4, Läufer D7, man hat ja dann auch immer noch die Chance, mit Dame B8 zu spielen, oder nicht? Oder ja. Also das ist ja immer noch eine Option. Das ist richtig. Aber nach Dame A4, Läufer D7, Dame B4 hat Magnus hier im 14. Zug sofort zu Läufer F5 gegriffen und hat praktisch ein stilles Remis-Gebot abgegeben, was Fabiano aber mit Läufer E3 abgeschmettert hat. Es kam A6, Springer C3, Dame C7, deckt den B7, ist eine Möglichkeit. Ich hatte ein bisschen mehr ich würde sagen, noch ein bisschen verrückteren Varianten angeguckt. Nämlich, was ist, wenn man jetzt diesen Bauern einfach hängen lässt, sowas wie Läufer E7 sofort spielt und bereit ist zu rochieren, E4 zu spielen und völlig verrückt durchzudrehen. Hat man vielleicht ja auch Kompensation, oder? Wie ist das denn auch mit dem H4? Kann man den nie nehmen, oder? Selten. Also Vorläufer E7 nicht, weil immer sowas wie C5 in der Luft liegt. Wenn man den jetzt nimmt, kommt C5 und danach wahrscheinlich auch Schach und C6 oder nehmen auf D6. Und das ist schon so eine Beispielvariante. Wäre jetzt einfach mal sowas. Läufer D7, C6. Und man hat ja ein Problem. Ja, das sieht große Katastrophe. Ja. Nach einer großen Katastrophe aus. So. Aber mit dem Läufer auf E7 könnte das ja schon vielleicht irgendwann mal eine Option sein, oder? Genau, aber Fabiano spielt G3 und der passt ohnehin gut in den Aufbau rein. Und jetzt nach Läufer E7 hat Fabiano eine Entscheidung getroffen, die ich so noch nicht analysiert hatte. Eine spannende Entscheidung. Um das Spiel wahrscheinlich etwas zu vereinfachen. Denn nach Läufer E7 hat er jetzt F3 gespielt. F3 vereinfacht das Spiel, glaube ich, denn ein kritischer Zug ist wahrscheinlich Läufer E2. Und hier geht es jetzt sehr schnell heiß her, denn Schwarz kann nur mit Bauernopfer rochieren. Also sollte er hier sowas wie E4 gefolgt von Springer E5 spielen. Was ja aber auf den ersten Blick auch recht vielversprechend aussieht, oder? Ja, es verschärft das Spiel. Also ich denke, Weiß kann das so absolut spielen. Also daran ist absolut nichts verkehrt. Aber es wird immer schärfer. Und daher F3 verhindert E4, aber verhindert natürlich auch, dass man mit Läufer E2 perspektivisch den Bauern auf H5 angreifen. Gut, es kann ja aber trotzdem mit aktiven Ideen verbunden sein. Vielleicht schafft man es ja mal G4 durchzubringen. Da muss man zwar vorher noch den H4 decken und G4 vorbereiten. Okay, es ist schon wirklich sehr umständlich und wer weiß, ob einem das wirklich was bringt oder das eher im Schwarz-Sinne ist. Und Magnus hat unsere Lernstunde geguckt, glaube ich. Ja, Springer F8 hat er hier a tempo gespielt. Der auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist. Die Denk hinter solchen Zügen ist natürlich immer meist ein reines Abzählen. Also wenn wir uns diese Stellung angucken und einmal auf die mittelfristigen Figurenstellungen schauen, dann ist der Springer auf G6 hier wahrscheinlich nicht mehr optimal postiert. Denn der H4 ist gedeckt und weiteres Vorankommen, ja, ist denkbar, ne? Mit Läufer D7, F5, F4, aber anscheinend nicht attraktiv genug. Und wenn man sich entscheidet, diesen Springer umgruppieren zu wollen, ja, D7 sieht nach einem attraktiven Feld aus, da bringt man hier ein bisschen mehr Kontrolle rein. Dann überlegt man sich natürlich, ob man zuerst rochiert, weil dann
steht der Turm auf F8 und müsste dem Springer Platz machen, wenn man diesen Plan denn durchsetzen wollen würde. Und da Magnus diesen Plan anscheinend umsetzen möchte, diesen Springer auf andere Felder zu überführen, macht das sofort und sagt sich, die Rochade kann warten. Ja, das hatten wir ja auch schon während des Wettkampfs häufiger mal so als Moment, als Idee, ja, dass man zuerst die Figuren dorthin bringt, wo man sie haben möchte und dann rochiert. Aktuell ist das Zentrum ja auch noch sehr geschlossen, da kann man sich das erlauben. Das ist halt immer die Frage, wie lange das so bleibt. Ja, ne? Aber vielleicht wartet Schwarz ja auch bewusst erstmal, was denn der weiße König macht. Ob er in der Mitte bleibt, lang rochiert. Ich weiß nicht, ob man sich die kurze erlauben kann. Ja, theoretisch auch, ne? Also dem weißen König sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ja, oder anders formuliert, er fühlt sich nirgendwo, glaube ich, richtig wohl. Ne? Okay. Also irgendwo ist er nach der Kurzrochade auf dem Präsentierteller. Na gut, nach der Langrochade. Natürlich lockt der Schwarz da auch vor, mit B5 irgendwann den Königsflügel zu öffnen. Also respektive Damenflügel, aber das ist die Königsstellung, wo hier schon der Läufer reinschaut. Ja. Also irgendwo wird er hingehen müssen. Vielleicht bleibt er noch ein bisschen im Zentrum. Oder nach F2 oder so. Mhm. Ja, genau. Das ist auch eine Option. Oder vielleicht mal nach D2 stellen. Je nachdem, was sich in den nächsten Zügen so ergibt. Mhm. Ja, was wären denn jetzt ganz konkrete Kandidatenzüge? Läufer E2 ist und bleibt, glaube ich, so einer der Hauptkandidaten, sich zu entwickeln. Die Drohung mit G4 ist vielleicht mal interessant. Mhm. Kommt extrem darauf an, was kommt. Also nicht immer macht das Sinn, aber es ist natürlich schon zumindest eine Option, die man sich offen hält. Ne? Mhm. Läufer H3, einfach mal als Idee, hätte ich überlegt, um dann mit dem guten gegen schlechten Läufer übrig zu bleiben. Dann nimmt man sich aber zumindest die Option der kurzen Rochade. Mhm. Und vielleicht hat Schwarz auch andere Optionen. Ich weiß nicht, Läufer D3 bringt wahrscheinlich nichts, weil man den C4 recht gut decken kann. Oder dann auch einfach. Aber was vielleicht noch dazu kommt, der Bauer C4 ist in Zukunft auch schnell mal ein Ziel mit Turm C8. Auch mit B5 dann, weil der Springer auf C3, also wenn Weiß B3 spielt, und hat sowas, man ja immer noch Ressourcen mit B5, um die Fesselung auszunutzen. Ja. Also das ist auf jeden Fall in der Stellung drin. Wie schlimm das wirklich ultimativ ist, wird sich zeigen müssen. Weiß kann ja auch mit Fesselung agieren und dementsprechend hier sowas machen, Springer E4 oder A4 zurückfesseln. Also ist nicht klar, ob Schwarz es wirklich sofort machen sollte, aber perspektivisch glaube ich, der Abtausch eher vorzugswürdig für Schwarz, weil man ja auch so einen potenziellen Bauernsturm mit F5 deutlich schneller spielen kann, wenn der Läufer nicht im Weg ist. Wo will der denn hinstürmen? Nach F4? Dann hast du ja alle Bauern auf Schwarz. Naja, also wenn der König sich Richtung Königsflügel begeben sollte. Ach so, um den H4 anzugraben quasi. Ja, okay. Und den König zu öffnen, wenn er denn sich dorthin traut. Also Läufer E2 und ansonsten Springer E4 ist ein attraktives Feld für den Springer. Warum nicht? Wurde auch gerade vorgeschlagen. Hast du dich darauf bezogen? Ah, nee. Ja. Es gab vorher schon mal den Vorschlag oder die Frage, ob Läufer E2 oder Springer E4. Ich denke, beides ist interessant und möglich. Und jetzt würde ich sowas wie eigentlich wie Springer D7 erwarten. Für die kuriosen Umgruppierer vielleicht auch H7 mit der Idee, irgendwann auf F6 zu landen. Ja, aber also das ist sehr unnatürlich, über H7 zu gehen. Also Springer D7 wäre eher der normale Zug. Oder das konkrete Nachteile, dass man dem Läufer oder so ein Fluchtfeld versperrt? Nee, ne? Ah, ja, Läufer D3. Jetzt kommt. Ah, jetzt droht, Springer schlägt. Achso, nee, Springer schlägt D6 nicht, weil die Dame dann immer hängt, aber Springer F6 zumindest. Wenn man jetzt mit dem Läufer zurückzieht, hätte man Tempo verloren. Man könnte sich. Wie ist das denn nach Springer H7? Geht dann nicht trotzdem auch Läufer D3? Jetzt könnte man wahrscheinlich Dame D7 relativ bequem spielen, weil der Springer mittlerweile auch sehr weit von dem Feld B6 entfernt ist und so den F5 deckt. Aber C5 liegt immer noch in der Luft, ne? Mhm, ja, absolut. Also jetzt insbesondere mit der Dame auf D7, finde ich eigentlich.
Wahrscheinlich ja. Direkt geht's nicht. Also das würde natürlich immer zu einem massiven Abtausch einladen, wenn C5 käme. Auch mit dem Schlagen auf E4, wo Weiß sich ganz genau überlegen muss, ob er das am Ende auch wirklich möchte, wenn jetzt hier so der Abtausch kommt. Vielleicht Springer F6 einschieben, aber er würde ja schon sich darauf einlassen, am Ende mit wahrscheinlich Turm C8er Tempo mit dem Läufer gegen den Springer übrig zu bleiben. Wenn der Springer es erstmal nach D6 schafft, dann wird F5 folgen. Das ist wahrscheinlich. Ja, sieht besser aus für Schwarz oder zumindest angenehmer zu spielen. Ja, das sehe ich auch so. Man muss natürlich konkrete Probleme lösen, wie bekomme ich die Rochade hin, kriege ich den Springer schnell genug nach D6, aber gut, der weiße König ist auch noch alles andere als angekommen, ne? Ja. Also es dauert, bis der sich irgendwo zu Hause fühlen wird. Aber total interessant, ich finde, wir haben während dieser WM schon häufiger beobachtet, dass es so eine richtig gewaltige zeitliche Ungleichverteilung gibt. Also, ja. Dass eine Seite wirklich deutlich mehr überlegt als die andere und heute ist auch wieder so ein Fall. Magnus scheint tatsächlich noch in der Vorbereitung zu sein, sehr schnell gespielt bisher. Wo war denn so der Moment, wo er schon ein bisschen überlegt hat, weil sonst hätte er ja Plus auf der Uhr? Nach Läufer E3, als Fabiano der Zugwiederholung ausgewichen ist, H4, H5 kam sehr schnell, das kannte Magnus offensichtlich. Und nach Läufer E3 hat er überlegt. Hat er wohl nicht erwartet? Naja, muss er zumindest mit berücksichtigt haben. Ich glaube, in der Vorbereitung geht man nicht davon aus, dass der Gegner mit Weiß in der letzten WM-Partie direkt die Zugwiederholung nimmt. Ja. Genau, und dann der Rest A6. Dame C7 hat er noch mal ein bisschen drüber gegrübelt, aber dann auch relativ schnell gemacht und die letzten zwei Züge kamen wieder sofort. Ja, auch sofort. Springer F8, ne? Auch sehr schnell. Genau. Und, was ja interessant ist, weil F3 ist ja hier jetzt kein Muss, also ja, zumindest. Ja, so. Eigentlich ist absolut kein Muss. Also da fragt man sich, hat er das noch vorbereitet? Dann hat er sich heute wirklich sehr intensiv und gut vorbereitet, muss man sagen. Mhm. Bisher, so pauschal gesagt, über die WM hatte ich aber das Gefühl, dass Fabi häufiger. Wobei am Anfang des Wettkampfs war es auch Magnus. Ja, aber dann immer mehr Fabi eigentlich, der die Eröffnungsduelle dominiert hat. Also sowohl mit Weiß als auch mit Schwarz eigentlich. Ja, genau. Und das so ein bisschen für mich auch der Hinweis, dass Fabiano das Tiebreak vielleicht gar nicht so sehr fürchten muss. Denn wenn er noch mehr solche interessanten Neuerungen hat, wie er sie bisher gezeigt hat, dann ist es natürlich umso schwieriger für Magnus, damit in der Schnellpartie umzugehen. In der Turnierpartie hat man viel Zeit und kann seinen ganzen Hirnschmalz reinstecken. ja, das stimmt. Springer E4 ist auf dem Brett. Und es gibt gewisse Vorzüge von Springer H7, Springer F6 im Vergleich zu Springer D7. Es ist aber kein Muss, so zu spielen. Und ja, Springer H7 ist etwas unnatürlich. Also wenn der kommt, dann bin ich mir relativ sicher, dass Magnus sich vorbereitet hat. Also, dass er die Stellung noch kennt. Ja. Und ja, ansonsten ist was wie Springer D7 der völlig normale Zug, der halt auch noch ein Auge auf C5 wirft, was ja so eins der Schlüsselfelder in der Stellung ist. Genau. Aber das lädt halt zu Läufer D3 ein und jetzt ist es nicht völlig klar, wie man diese Situation auflösen sollte. Und vielleicht kann man sogar sowas wie Springer C5 versuchen. Eieiei. Also freiwillig einen Freibauern zulassen? Ja, aber also mit einer gewissen Hoffnung. Ich weiß gar nicht, ich würde vielleicht auch sogar mit dem Läufer schlagen. Ja, das ist wahrscheinlich schlauer, aber... Na gut, jetzt würdest du natürlich auch immer in Läufer schlägt E4 gut, aber reinmachen. Dann ungleich, das ungleichfarbige Läufer, Endspiel ist es ja noch nicht, aber ich glaube, das wäre, würde ich lieber mit Weiß haben. Weil man einfach immer diesen Bauern hat, um den sich Schwarz kümmern muss. Wie nimmst du zurück?
eigentlich intuitiv eher mit dem Läufer, es sei denn, das, da werde ich direkt bestraft. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir nicht so sicher, dass das wirklich ein Nachteil ist für Schwarz, denn die verschiedenfarbigen Läufer begünstigen es natürlich, solche Freibauern aufzuhalten, effektiv auf schwarzen Feldern zu blockieren und aufzuhalten. Und Schwarz hat hier noch die etwas flexiblere Bauernmasse, sprich nach Läufer D6, irgendwann F5 kann er entscheiden, wann es zu E4 kommt oder ob es halt überhaupt nicht kommt. Also ich glaube, hier hätte Schwarz keinen spürbaren Nachteil. Mhm. Ja, es kam Springer D7. Aber auch wieder so schnell. Recht flott, ja. Also er bereitet sich auf die Timebreaks vor. Ja, bei Magnus weiß man immer nicht so genau, oder ich kann das sehr schwer einschätzen, ob er es wirklich noch weiß, halt sich sehr, sehr sicher ist oder einfach sehr, sehr intuitiv spielt. Ich finde, das kommt auch manchmal vor, wo er einfach flott zieht. Ja. Und es teilweise dann auch später bereut. Ja. Wir erinnern uns an H5. Mhm. Er hat ja sogar schon H4 bereut. Welche Runde war denn das nochmal? Da bin ich immer so schlecht mit, die Runden genau zu beziffern. 9. Aber wo er mit Weiß auf jeden Fall einen leichten Vorteil hatte und dann etwas zu schnell die Stellung vereinfacht hat. Ja. Ja. Das war Runde 9. Mhm. Wie ist denn so euer Empfinden im Chat? Würdet ihr euch freuen über Tiebreaks oder würdet ihr eine Entscheidung in der heutigen Partie bevorzugen? Es hat ja beides so seine Vor- und Nachteile. Tiebreaks sind natürlich unglaublich spannend, schon allein von den Zügen, die schneller ausgeführt werden, von der Fehlerquote, die zunimmt, von der Anzahl der Partien, die man an einem Tag zu sehen bekommt. Mhm. Aber dann gäbe es keine Entscheidung in den regulären Langzeitpartien. Also gar keine. Nicht mal in einer Partie. Das ist wahr, ja. Läufer D3 kam übrigens. Oh, und die ersten zwei im Chat sagen Entscheidung. 2:0 für Entscheidung. Es gibt hier noch mehr Optionen natürlich neben Springer C5. Man könnte natürlich auch über die Rochade nachdenken. Weiß hat die Möglichkeit oder hätte sie, jetzt das Läuferpaar zu nehmen mit einem Zug wie Springer F6 Schach. Ob das wirklich so gut ist, ich weiß es nicht genau, denn Schwarz ist immer besser entwickelt. Jetzt nimmt man wieder, wie auch immer, vielleicht besser mit dem Läufer, damit der Springer noch nach C5 kann. Nach Läufer schlägt F5. Würde ich schon langsam mal über solche Brecherzüge nachdenken, wie E4 ja, und D5. Ja, weil der König halt noch in der Mitte steht. Genau. Der kommt zwar relativ schnell weg zu einer Seite, aber ob er da denn schon in Sicherheit ist, ist so eine Frage. Und ich vermute auch fast, dass das Läuferpaar hier in dieser Stellung gar nicht so seine Wirkung entfalten kann. Ja. Also zumindest nicht so schön wie der Springer, der dann vielleicht direkt auf E5 reinhüpfen kann nach E4. Wollen wir mal E4 ziehen? Sofort, ja. Ohne Umschweife. Okay, sagen wir mal, der Läufer nimmt. Also, wenn ich jetzt direkt hinterher komme mit dem Springer. Dann hängt sofort der C4, sagst du? Oder kann ich den eh nicht nehmen? Doch, mit der Dame ja zumindest schon. Mhm. Deswegen Turm C1, aber... Ja, es bleibt auch bei diesem König, der ist nicht so sicher, ne? Hm. Ich hatte jetzt ganz verrückte Ideen, ob man direkt noch mit B5 hinterherkommen kann, aber dann muss man noch einen Zug einstreuen. Okay, vielleicht etwas zu euphorisch. Ja, irgendwas auf die E-Linie droht zumindest, gleich Springer schlägt F3. Vielleicht kann man das aber auch ohne Springer E5 machen. Aber das sieht doch gut aus. Okay. Wenn jetzt, sagen wir, es kommt die Rochade... Verhindert es ja nicht mal. Sagen wir, es kommt König F2, um das Ganze zu verhindern. Dann hast du doch schon was geschafft. Und jetzt musst du dann mit Springer G4 rechnen. Also, oh ja. So klar ist das nicht. Ja, da ist Potenzial drin. Wie haben wir das jetzt geschafft? Ach, nach der Rochade von Magnus und dann diesem sehr direkten Ach so, wenn man quasi diese Drohung, die vielleicht nicht in jeder Stellung eine Drohung ist, einfach ignoriert. Das heißt, das wäre ja gar nicht jetzt so unwahrscheinlich. Also zumindest Rochade ist durchaus ein natürlicher Zug. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, ob Weiß dann wirklich Springer F6 spielt. Mhm.
Oder ob er noch Alternativen hat. Er könnte ja auch rochieren beispielsweise. Ich glaube, Schwarz hat auch noch Alternativen zu spielen. Er könnte ja so ein bisschen weniger harmonisch vielleicht als das sofortige Dame D7 mit dem Springer dort, aber ist auch okay, Läufer G6 und sagen, ja, also gut, jetzt kannst du mit deinem Springer hier nicht mehr viel drohen. Der Springer steht trotzdem nicht schlecht auf E4. Natürlich, er unterstützt C5. Aber er könnte natürlich auch mal den Angriff von Schwarz etwas beschleunigen. In dem Sinne wäre es vielleicht sogar eine Option, Läufer H7 zu spielen. Aber jetzt so ein bisschen vorausschauen in die Zukunft, die eine Seite rochiert, die andere Seite rochiert, dann wäre F5, F4 wenigstens eine Drohung, weil der Läufer gedeckt ist. Ja, weil auf G6 zieht der Springer weg und F4 geht nicht wegen Läufer G6. Boah, spricht auch was für Läufer H7. Läufer H7, Läufer G6, Rochade haben wir, Springer C5 ist eine interessante Möglichkeit. Läufer E4 auf sofort, kann man wahrscheinlich drüber nachdenken. Mhm. Ist auf jeden Fall erlaubt. Ja, gut, das schon. Nur wenn halt Weiß keine direkte Drohung hat mit Springer F6, dann tut es vielleicht auch nicht Not, das jetzt schon zu forcieren, oder? Weil Weiß wird ja nicht im nächsten Zug seinen Springer wegziehen. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, gehe ich auch davon aus, dass das nicht passieren wird. Naja, die Idee wäre halt, dass man sagt, okay, also wenn jetzt mit dem F-Bauern genommen wird, wahrscheinlich noch das... Oh, dann kann man sogar vielleicht mit dem Springer nach G4. Vielleicht, ja. Wobei er sich da auch schnell verlaufen kann, wenn dann Weiß doch mal noch lang rochiert. Irgendwann kann er es sich ja erlauben, dann König B1, Turm C1 und dann vielleicht trotzdem mit C5 spielt. Ja. Das ist ja durchaus auch eine Option, wenn man lang rochiert hat. Mhm. Ja, zumindest wenn der Springer sich da auf G4 vielleicht auch etwas verläuft. Ne? Also insgesamt finde ich sogar lange Rochade eigentlich gar nicht so uninteressant für Weiß, jetzt nicht nur in dieser konkreten Stellung, sondern allgemein. Man muss halt nur schauen. Ich glaube, es ist schwierig, konkret umzusetzen. Wenn man quasi direkt lang rochieren könnte mit dem König nach B1, das wär gut. Dann wäre das super. Nur auf C1 steht er dann halt immer ganz konkret in B5 drin. Mhm. Und wenn Schwarz das schafft, ohne dass man da dann auch noch einen Bauern gewinnt oder so, ist es natürlich nicht so empfehlenswert für Weiß, glaube ich. Ja. Oder man nimmt dann, man macht dann schnell König B1, nimmt dann vielleicht sogar mit der Dame auf C4 und hätte dann nichts gegen Damentausch einzuwenden. Okay, ist alles natürlich noch recht theoretisch, aber nur so vom Prinzip her, glaube ich, darf man nicht sagen, dass lange Rochade ausgeschlossen ist, nur weil sich der C-Bauer schon bewegt hat und man gerne dort spielen möchte. Ja, also ich glaube, wir können hier nochmal zusammenfassen, dass Schwarz viele Möglichkeiten hat, wie er spielen könnte. Das heißt, er wird sich jetzt für einen Weg entscheiden, den er bevorzugt. Auch Springer C5 war halt so ein relativ forcierter Weg, Material runterzunehmen. Aber Magnus hat ja auch angekündigt, er hätte nichts gegen einen Remis. Aber wenn Fabiano kämpfen will, ist er bereit für das den Kampf. Das hat er angekündigt in der Pressekonferenz, oder? Ja, oder danach. Oder? Er hat das in einem Interview gesagt, so. Ja. Gesagt, er wäre da auf jeden Fall bereit zu. Ja, ist eigentlich eine schlaue Antwort. Ich habe vor nichts Angst, heißt das ja so ungefähr. Ja, genau. Obwohl er natürlich auch wie ein ganz normaler Mensch auch extreme Anspannung ausgesetzt ist. Und ich denke, es ist nicht. Ja. Ich wollte nur sagen, was er auch ja zugegeben hat, also zugegeben ist ja jetzt nichts Schlimmes, ne? Aber ja. In einer Pressekonferenz wurde er gefragt, ob er langsam nervös wird und dann hat er ja sinngemäß gesagt, ich bin schon die ganze Zeit nervös oder so, ja. Ungefähr so vom Wortlaut, was ja auch verständlich ist. Ich glaube, es wäre eher komisch, wenn man nicht aufgeregt wäre bei so einem wichtigen Wettkampf. Ich glaube, da würden sich die Psychologen dann eher Gedanken machen, ja. Oder? Kann er sich mal bei uns auf die Couch legen. Ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, etwas tut Interessantes. Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Nee. Es ging gerade darum, dass er angespannt ist. Ach genau. Und also man darf halt nicht denken, ja, es ist Magnus, der ist eiskalt und der hat keine Gefühle. Oder auch auf der anderen Seite nicht nur denken, ja, er will ins Tiebreak, weil er sich einfach hundertprozentig sicher ist, dass er es gewinnt. Nee, ich glaube, es gibt noch eine weitere Option, nämlich auch, dass sich Magnus einfach dessen bewusst ist, dass es schon, also
ja fast an Wahnsinn grenzt, dass der Titel jetzt innerhalb einer Partie entschieden werden soll. Und er vielleicht auch das Gefühl hat, naja, eine Partie, damit sind ja praktisch alle elf Remisen, die sind vom Tisch, als hätten sie nicht existiert. Ne? Und wir spielen das jetzt in einer Partie aus. Ob das so richtig ist, also vielleicht sollten wir lieber in die Verlängerung jetzt heute, gehen. Quasi, ja. Du meinst die Partie. Ja, genau, ich meine die heute. Dass er vielleicht auch sagt, das ist sinniger, die in einem Match aus vier Partien dann Schnellschach zu entscheiden, auch vom Risiko her. Denn man darf das nie vergessen, ob man ihn jetzt als Nummer 1 der Welt nimmt oder ob man sagt, die beiden sind im Moment halt effektiv gleich stark. Aus Sicht des starken Spielers möchte ich es mal beschreiben, die Wahrscheinlichkeit, in einer Partie zu verlieren, ist deutlich höher als ein gesamtes Match zu verlieren. Denn die Stärke kann sich in einer Partie nicht zwangsläufig zeigen, wenn man denn sagen möchte, dass Magnus derzeit stärker ist als Fabiano. Aber dass sich auf jeden Fall der Stärkere im Rahmen eines Matches besser durchsetzt. Und daher würde ich persönlich auch bevorzugen, wenn noch mehr Partien gespielt werden. Aber auch ganz ehrlich, ich will es einfach sehen. Ich will einfach Schnellschach sehen. Vier Partien von den beiden noch. Also die spielen im Moment so bestialisch gut, dass es einfach ein ja, wir wollen mal Fehler sehen, ne? Also. Auch mal, ja, wie die eine Seite vielleicht auch mal gewinnt oder die andere, wie die andere Seite dann kontert, wie sie mit einer Niederlage umgeht. All dieses ganz normale Menschliche in einem Match haben wir bisher nicht gesehen, weil es einfach sehr ausgeglichen war. Ja, wobei man natürlich schon in den letzten Pressekonferenzen schon auch gesehen hat, dass sich die Gefühlslage ändert, zuspitzt und insbesondere Magnus hat sich das schon anmerken lassen, ohne da jetzt eine Wertung reinzulegen. Ne? Also ich finde das weder bedenklich, noch dass man sich Sorgen machen muss, noch dass das irgendwie verwerflich ist oder so, einfach eine Beobachtung. Ja, ich glaube, also so gerade zwischen, wenn man einmal reinseppt, Pressekonferenz nach Runde 5 und nach Runde 10, also das könnte ja der böse Zwilling sein. Ne? Also das ist ja wie zwei unterschiedliche Menschen. Also was er für Witze gerissen hat am Anfang und auch immer zunehmend mit den ersten Pressekonferenzen. Und dann ist irgendwann, ja, so eine Dauerbelastung tritt halt ein, wenn die beiden hier über mehrere Wochen so einen Wettkampf spielen. Das nagt doch an der Psyche, ne? Und ich glaube, auf Dauer wäre das auch nicht gesund für die beiden Kontrahenten, wenn die so ein gerade so ein Match auf Augenhöhe über noch viel mehr Zeit spielen. Ne? Ich wette, beide haben einige graue Haare mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wäre auch mal eine interessante Untersuchung. Ja, das wäre es wirklich, ne? Wenn man da mal vorher einen Friseur ranschickt und sagt, einmal zählen bitte, ja. Ich meine, du hattest ja schon reingebracht, wie beim Turnier Isle of Man, dass man da den Puls misst während der Partie. Ja, das wäre auch was. Also graue Haare zählen wäre auch mal interessant, so zu Forschungszwecken. Ja, und jetzt haben wir noch einen interessanten Vorschlag. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der genau herkam, aber irgendwer muss wohl die lange auch gerade für schwarz anvisiert haben. Das erinnert jetzt schon fast an die erste Runde, aber ist halt noch ein bisschen anders. Aber so ganz so vom ersten draufschauen, oder? Gibt es Parallelen? Naja, gut, außer dass nicht G6 steht und es kein Doppelbauern auf der C-Linie gibt, sondern gar keinen mehr. Okay, ich nehme es zurück. Also hier der rochierte König, ich weiß nicht, also der größte Unterschied ist der Doppel-C-Bauer. Also hier würde ich mich nicht wohlfühlen. Also ich sag mal, Turm C1, C5 kommt rein und dann hat man ein Problem, dann will man den König nicht hier haben. Und das sieht der Weltmeister ebenso. Er hat sich für die andere Seite entschieden. Ja. Ja, aber damit lädt er Fabi jetzt zu Springer F6 ein. Ein anderer Abzug funktioniert nicht, weil der Läufer auf D3 ja hängt. Gut, man könnte natürlich irgendwie sowas wie Springer F2 spielen, aber ich glaube, damit wäre niemandem, beziehungsweise Weiß nicht geholfen. Schwarz vielleicht schon eher, vielleicht weil F5. Er jetzt genau Springer F5 direkt spielen Volk kann. Folgt von E4 und dann sind diese Bauern irgendwann sehr, sehr schwach. Und auch schwächt Turm H2. A-Tempo. Jetzt hat er sich überlegt,
Muss ich doch mal schneller spielen oder was ist der Hintergrund? Ja. Ja, aber auch die Zeiten, das ist, hier ist irgendwas ja, faul. Ja, gut, die schwarze Zeit stimmt nicht. Aber ich glaube, die weiße Zeit müsste so ungefähr hinhauen mit den 44 Minuten. Nur Magnus hat ungefähr noch fast eine Stunde mehr Zeit auf der Uhr. Ja, aber Tom H2, also ist jetzt erstmal kein ganz ungewöhnlicher Plan, wenn man die zweite Reihe frei hat, dass man die nutzt, um den Turm zu schwenken. Insbesondere, wenn man vielleicht den König aktuell noch in der Mitte lassen möchte. Vielleicht sowas wie Turm C2 und das mildert natürlich B5 ab, sodass man sich dann nochmal überlegen kann, lang zu rochieren. Wenn wir jetzt einfach mal einen Zug machen wie Läufer G6, den hatten wir gerade schon mal, einfach nur um Abzüge rauszunehmen, dann jetzt sowas wie Turm C2 sofort. Und jetzt nach einem weiteren Zug, gut, der F5, das wird zu schnell konkret. Wir müssen ruhig spielen. Lange Rochade. Und B5, dann kommt C schlägt B5 und nach König B1, wenn man jetzt noch einen Zug Zeit hat, wir machen jetzt einfach mal wieder einen Zug, der natürlich wenig aussagekräftig ist, dann wäre der König hier gar nicht mehr so unzufrieden, weil man auf, wenn man bereit ist mit Turm C1, wenn man auf B5 immer gut C5 machen kann, die zwei Bauern, und das ist so, ist auch was Allgemeines, die können es nicht erzwingen, dass sich hier was öffnet. Zwei Bauern gegen zwei Bauern ist immer die gleiche Situation. Sobald einer vorkommt, zieht der andere vor. Zumindest wenn sie ja sich nebeneinander gegenüberstehen, ne? Also diese. Ja. Ja. Genau. Ne, in dieser Grundaufstellung ist das keine Option, zumindest zwangsweise den Flügel zu öffnen. Bei drei gegen drei Bauern kann man es forcieren, dass man was öffnet. Verbunden mit einem Opfer, aber okay. Und hier nicht. Also das könnte die Idee sein, von Fabiano so zu spielen. Es gibt aber natürlich Konsequenzen, die ganz konkret an Natur also, sind. Also Schwarz muss halt einfach nicht drei Züge nichts tun. Du sagst es. Aber Läufer G6 finde ich als ersten Zug gar nicht so verkehrt mit der Idee, dann doch mal F5 zu spielen. Jetzt wo Weiß dann da auch noch nicht so bereit steht für was das, auch immer kommen mag. Also entweder das oder vielleicht auch Turm C8 schon mal ein paar Angreifer in Stellung bringen für den Fall der langen Rochade. Aber ja, Läufer G6 und wenn man jetzt Turm C2 sofort macht, ich glaube, das spielt mit dem Feuer nach F5. So, jetzt habe ich verschiedene Optionen. Springer G5 fällt mir als erstes ein. Verliert es schon direkt. Ich drohe immerhin so halb Springer E6. Aber ich stehe natürlich auch in Abzügen noch ein Nöcher drin. Also in, so, in dieser Diagonale. Und in E4 stehe ich auch drin. Eieiei. Ich glaube, Schwarz nimmt den einfach weg und kommt gleich mit Springer C5 E4 an. Und das ist nicht gut. Und wenn die Bauern dann nicht blockiert sind, dann ist der König ja selbst nach der langen Rochade, kann da die Diagonale, die Weiße aufgehen und oder der Bauer einfach durchlaufen oder einen Läufer rausschlagen oder, Also sofortiges, gut, Springer G5 ist vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich, Springer F2 macht einen etwas solideren Eindruck, aber auch hier, Schwarz hat sich noch nicht festgelegt, wo er spielt, ne? Also ich finde, er hat jetzt die Überhand im Zentrum und am Königsflügel. Springer D3, F4 ist eine Drohung. Also, ich denke, hier ist Weiß. Schlechter. Schwarz am Drücker. Ja, man muss ja vielleicht nicht Turm C2 spielen nach F5. Also vielleicht hat also man hier noch einen Zug um... Vielleicht sofort. Achso, ja, direkt, genau. Weil jetzt ist B5 ja auch vielleicht gar nicht mehr so gefährlich, weil man direkt jetzt Turm C2 hat. Ja, es ist halt immer noch so eine Frage, ob man das alles so wirklich möchte, aber ja. Also, da kann man drüber nachdenken, so zu spielen. Und dass man wirklich sagt, okay, es öffnet sich dann vielleicht die B-Linie, aber das ist okay, das federe ich ab, alles, was auch über der B-Linie wohl, was da kommen mag. Ich mache König B1, Turm DC1, ich kann hier mal einsteigen, ich tausche die Figuren ab, das passt.
Also da, das ist eine Option, ja. Wir haben noch einen interessanten Planvorschlag im Chat. Waffe G6 und jetzt mit der Idee König D2, Turm G1, G4. Gut, dafür braucht man natürlich Turm H2 nicht. Und den König jetzt hier zielstrebig ins Zentrum zu stellen, wenn Schwarz jederzeit das öffnen kann mit F4, E4, das ist, glaube ich, sehr gefährlich, aber auch eine interessante Idee mit G4, das hat es ja auch gesagt, einfach voran, ne? Ja. Ja, ich glaube aber, dass Fabi früher oder später lang rochieren wird, ist so mein... Kurz kann er nicht mehr. Ja, ist so mein Feeling. Ja, denke ich auch. Oder könnte man jetzt mal direkt dagegen agieren und direkt B5 spielen. Wobei Turm C2 erlaubt ja dann auch im Nachhinein immer noch die lange Rochade, oder? Man kann das nie komplett rausnehmen. Sowas wie Abtausch, Abtausch, Turm C2. Ja, aber jetzt ist auch schon lange Rochade nicht mehr so gut möglich, weil der A2 immer hängt. Ach so. Irgendwann noch A3. Ja, es geht jetzt nicht mehr so wirklich auf, ne? Das müsste man schon nehmen. Das hängt ja auch der D3, genau. Und jetzt öffnet sich natürlich... Ja, was öffnet sich denn jetzt? Eine Menge, ne? Also, puh. Hier ist konkretes Berechnen angesagt und so mal schnell was aufs Brett zaubern ist nicht mehr so einfach möglich, aber ja, nach, also Turm B8. Ich sehe schon, Schwarz hat Druck. Mhm. Der reicht... Aber es scheint sich auf jeden Fall wieder zu bestätigen, was wir schon bei der letzten Partie gesagt haben, dass meistens die Kombi Fabi mit Weiß, Magnus mit Schwarz für mehr Zündstoff sorgt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also wir hatten schon Partien, wo Magnus mit Schwarz gut stand, wir hatten schon Partien, wo Fabi mit Weiß gut stand. Mhm. Also diese... Das hätten sie eigentlich das komplette Match machen können. Ich weiß nicht, ob Magnus damit so einverstanden gewesen wäre, nur Schwarz zu haben. Aber ja. An sich finde ich das immer eine schöne. Da entstehen immer sehr spannende Partien. Mhm. Ich meine, die anderen Partien waren auch interessant und auch sehr hochwertig, aber mit ein bisschen weniger Pep vielleicht. Ja, das stimmt. Von daher... Eigentlich ganz nett, dass die letzte Runde jetzt doch gespielt wird und keine frühe Zugwiederholung kam. Mhm. Und auch mit der Farbverteilung. Denn wir haben es 2016 gesehen, da ist Magnus mit Weiß extrem schnell ins Remis abgetaucht und hat sich dann auf die Tiebreaks gefreut. Und hier hat es Weiß wieder in der Hand gehabt. Aber Fabiano hat direkt gesagt, nein, wir spielen das. Könntest du eine Prognose abgeben, wenn du jetzt vergleichst Sergej und Fabi in den Tiebreaks, wer da tendenziell besser aufgestellt ist? Du hast ja schon gesagt, dass Fabi ja mit sehr guter Vorbereitung vielleicht punkten kann. Mhm. Ich ist jetzt einfach so mein Gefühl. Ich denke, Fabiano hat die deutlich besseren Karten im Vergleich zu Sergej. Mhm. Was mich nämlich 2016... an Sergejs Leistung gestört hat. Also er hat ja, man muss sagen, er hat ja also super abgeschnitten, er hat ja auch also ist in Führung lag gegangen, auch vorne. Ja. Aber sein Spiel war sehr defensiv. Extrem defensiv und nur hoffen auf Konter und Überziehen von Magnus. Und was auch eine Kunst ist, ne? Ja. Aber das, da sehe ich einfach, also, oder da hatte ich das Gefühl, wie will er damit in den Tiebreaks bei kurzer Bedenkzeit, weil er hat ja teilweise Stellungen zusammengehalten. Na gut, auch auf Fehler hoffen, ne? Die kann man auch kommen in Tiebreaks auch und da kann man sie vielleicht auch ausnutzen. Aber ich gebe dir recht, Fabi hat mir auch aktiv Vorteil erzielt, dadurch, dass er einfach gut gespielt hat und Magnus dann in den Partien vielleicht nicht ganz so. Und so hat er dadurch Vorteil bekommen und nicht erst, nachdem er mal schlechter oder im Hintertreffen lag. Genau. Und gewartet hat, ne? Genau. Und auch die Eröffnung. Die Eröffnung sind ein ganz klarer Punkt. Da ist Fabiano, ich würde sagen, Sergej, ganz schönes Stück überlegen. Turm AC8 ist gespielt worden. Bevor wir auf den Zug eingehen, können wir kurz noch die Frage aus dem Chat ein paar Antworten, als was wir arbeiten.
Soll ich starten? Gerne, ladies first. Ja, ihr merkt ja auch immer, dass ich ein bisschen später komme, deswegen kann ich das ja mathematisieren. Genau, also ich bin Personalreferentin, ich habe Psychologie studiert mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und arbeite jetzt in Braunschweig als Personalreferentin bei einem IT-Beratungsunternehmen. Genau. Und wenn ihr einen Job sucht. Ach ja, sucht. Genau. Das wäre jetzt noch der Zusatz. Wenn ihr einen Job sucht in der IT-Branche, gerne mit Beratertätigkeit, dann meldet euch doch sehr gerne bei mir. Ja. So, möchtest du auch einen Aufruf starten? Nee, noch nicht, danke. Ich bin Jurist und ich fange jetzt im Dezember an mit meinem Referendariat und dann geht's da so weiter. Genau. So, und in der Partie ging es auch weiter, nämlich mit TomC8. Ja, und jetzt gibt es eigentlich zwei Züge, die wir hauptsächlich betrachten sollten. TomC2 und Rochade. Also so die zwei konsequentesten Züge, würde ich mal sagen. Und TomC2 sieht mir wie die logischere Fortsetzung aus nach Turm H2, denn die lange Rochade, ich weiß nicht, also ohne den Turm auf C2, ungerne würde ich das machen. Und der Turm hat sonst auch nicht so viele Perspektiven. Ich meine, in einer, wenn es ein bisschen anders stehen würde, wenn man schon den König auf B1 hätte, dann könnte man sich auch so Turm G2 irgendwie überlegen oder auch eher den anderen, vielleicht nach G1, aber dass man dann da aktiv am Königsflügel voranstürmt, aber das ist eben aktuell echt noch nicht drin. Auch weil der H4 hängt. Und deswegen scheint schon C2 so das Feld der Wahl zu sein. Und jetzt viele Möglichkeiten für Schwarz zu spielen. Solche Züge wie Läufer G6, also einfach diese ganzen Abzüge abmildern, rausnehmen, dass etwas weniger Taktik zugunsten von Weiß möglich ist und dass man F5 machen kann. Das ist Vorteil von Läufer G6. Auf der anderen Seite ist er natürlich jetzt nicht so forciert, aber ich glaube, so einen ganz forcierten Einschlag, den gibt es auch nicht. Also, was ich dieses Nehmen auf E4 jetzt verbunden mit direktem Springer C5, ich glaube, das ist einfach das nicht viel bis nix. Also so, und jetzt kann man ja auch sagen, okay, ich möchte mich jetzt abducken, aber ich weiß nicht, ob hier steht Weiß schon sehr angenehm, weil. Kann eigentlich direkt schon mit. Ja, B4. C5 irgendwann. Aber hier hat Weiß gar kein Problem mehr. Also das wäre es irgendwie, glaube ich, nicht irgendwie sofort zu versuchen, abzutauschen und sonst was. Sowas wie B6, um Springer C5 zu stützen, mit dem B-Bauern wieder nehmen zu wollen. Turm B8 könnte interessant sein, auch C5 von Weiß rauszunehmen. Also das ist ein denkbarer Zug. Also B6 finde ich noch sehr... Muss ich mich erstmal mit anfreunden. Aber Springer C5, dass der hier so schön steht und man einen B-Bauern wiedernimmt, das... Gut, ist schon ein gängiger Plan, quasi um das Feld C5 noch mehr zu stützen. Und wenn Springer C5 tatsächlich so eine gute Idee ist und es sieht tatsächlich so danach aus, jetzt so beim längeren Draufschauen... Kann man mal. Dann könnte ich mich auch mit B6 anfreunden, den ich sonst halt lieber noch eins weiter vorziehen würde. Ja, kann ich verstehen. Gebe ich dir auch recht, dass der, also wenn es geht, dann gerne auch B5, ob das geht. Ah, unklar. Also so einfach ist es nicht. Ich denke mal, keine Seite hat hier einen einfachen Weg, irgendwie was zu erreichen. Ist eine sehr, sehr komplizierte Stellung mit Möglichkeiten für beide Seiten. Aber die Remisbreite ist, glaube ich, deutlich geringer, als es in den Ja, wobei Partien wir war. Das auch schon bei anderen Partien gesagt haben. Ja, Runde 10 also, zum Beispiel. Ja. Und am Ende war es dann doch Remis. Also da wurde ja auch getwittert, so, also die Partie wird unmöglich Remis ausgeben. Ja. Ich wette auf eine Entscheidung heute und so. Und am Ende war es doch keine. Wir können uns ja mal einmal Rochade zu Gemüte führen und gucken, ob man jetzt sofort zu B5 greifen sollte. Turm C2 sieht aus wie die logische Reaktion oder König B1, wenn man danach Turm C2 spielen kann. Aber also Turm C2. So A5 oder so bringt immer nichts.
Also unklar. Jetzt nicht mehr. Also erstmal unklar, was das bringt. Denn nach so einem Zug wie Dame D8, ja, König B1, ist der Angriff jetzt nur auf der B-Linie geführt schwach. Ja, zumal der B2 auch ganz gut gedeckt werden kann. Man hat jetzt ein schwaches Feld im gegnerischen Lager, sogar zwei eigentlich, nämlich C6 und C7. Ja, vielleicht kann man sogar mal A6 rausschlagen, wer weiß, ja, was zukünftig alles möglich ist. Also das ist, glaube ich, gut gelaufen für Weiß. Ja. Sind wir für Fabiano oder für... Team spannende Partien. Ja. Ich sehe überall was positive Folgen. Ich meine, alles spannend. Ach so, wenn Fabi gewinnt, kannst du sagen, du hast gegen Weltmeister Remy gespielt. Ja, genau. Okay. Und gegen Magnus habe ich halt noch nie gespielt, gegen Fabi im letzten Jahr. Das wäre gut. Aber ansonsten, ich glaube auch, das würde halt, dann gäbe es einen Wechsel an der Spitze, auch von der Elo-Liste. Und ich kann mir auch vorstellen, nachdem Magnus die letzten Jahre etwas ernüchtert rüberkam, dass er nochmal so richtig Feuer fängt. Und oder hört er auf. Ja, oder? Ist tatsächlich beides vorstellbar. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl ich da dann eher denke, dass er noch einen Angriff unternehmen wird. Und ja, wenn der nicht klappt, dann. Nö, auch wenn der klappt, dass er sagt, so, jetzt habt ihr... Ach so, dann... Jetzt ja, könnt ihr sehen. So oder so, Magnus wird in 2 Jahren mit Schach aufhören. Das ist sehr gewiss, ja. Nee, genau, und wenn Magnus Weltmeister bleibt, ja, gut, ich bin allgemein... verfolge ich die Partien von Magnus schon sehr zielgerichtet und vielleicht noch ein bisschen intensiver als die von Fabiano, aber ich aber dann vielleicht Spiele. Ändert sich das ja dann. Ja. Irgendwas wollte ich noch, ach ja, genau, im Chat kam vor ein paar Minütchen der Hinweis, dass nach Turm C1 gespielt, ja. Ja, eine sehr schöne Gewinnvariante für Schwarz gezeigt wird. Die Variante wurde nicht angegeben. Ich weiß auch nicht, ob wir die jetzt direkt entdecken. Sieht erstmal gar nicht so konkret aus. Vielleicht kannst du uns die Variante noch im Chat schreiben, dann können wir die einmal noch spielen. Würden sonst jetzt aber die Partiefortsetzung, glaube ich, weiter betrachten. Also Turm C1 wirkt falsch, weil der König jetzt von F1 nach B8 machen muss. Nein, weil der König jetzt nicht mehr zur Seite kommt, keinen schnellen Weg mehr in Sicherheit hat und im Zentrum langfristig falsch steht. Ich glaube nicht, dass das konkret super falsch ist, weil Weiß sofort verliert, das nicht, aber der König steht langfristig falsch im Zentrum. Rochade, und zwar die lange. Ja, hat man doch. Lagen wir doch richtig mit unserer Vermutung, dass Fabi demnächst seinen König in diese Richtung bewegen wird. Mhm. Und das hat er jetzt auch direkt getan. Genau, und ich denke, wir können davon ausgehen, dass früher oder später der König noch mindestens nach B1 gehen wird, vielleicht sogar nach A1, damit er nicht mehr in der Läuferdiagonale drin steht, aber mal schauen. Mhm. Ja, und auch noch eine gute Frage im Chat. Würden wir allgemein Läufer G6 oder Läufer H7 vorziehen? Mhm. Es hat beides, also auf G6 wirkt er deutlich natürlicher, muss man erstmal sagen. Mhm. Es hat aber zum Nachteil, wenn man F5 spielt und danach eventuelles F4 plant. Dass er dann schon wieder hängt, ne? Ja, dafür dürften sich taktische Möglichkeiten ergeben. Ich glaube, auf H7 ist er in solchen Varianten immer gedeckt, aber man provoziert natürlich Sachen wie Springer oder Läufer G5 und die greifen dann wiederum auf H7 an, auf F4, kann Weiß sich mit dem Schlagen auf H7 mit Schach auch immer befreien. Ich weiß nicht, ob es eine eindeutige Antwort gibt, die sich begründen lässt, aber mir gefällt der Läufer auf G6 trotzdem so etwas besser. Besser, ja, finde ich auch. Vielleicht den Angriff etwas abfedert, indem man auf G4 erstmal nicht reagieren muss und ja. Also erstmal an Veni, das war eine Alberei von uns, also das bitte jetzt nicht so in die Welt hinaustragen, dass Magnus mit Schach aufhört. Wir haben nur einfach mal gesponnen und verschiedene Szenarien durchgespielt und kamen da immer zu dem gleichen Ergebnis, aber das entspricht natürlich nicht zwangsweise der Realität. Und nochmal kurz zu der Stellung, weil jetzt auch vermehrt im Chat so die Bemerkung kam, dass Lange Rochade sehr unnatürlich aussieht oder man das selber so nie in Erwägung gezogen hat.
Tatsächlich sieht das nur auf den ersten Blick sehr gefährlich aus, sich da in die Gegenüberstellung freiwillig zu begeben und auch mit dem Bauern, der schon vorgezogen ist. Aber auf den zweiten Blick kann man festhalten, dass der weiße König hier schnell nach B1 kommt. Daran kann er eigentlich nicht gehindert werden und dort auch sehr sicher steht, obwohl oder auch gerade wenn sich die C-Linie öffnet, weil dann ja die weißen Türme schon bereitstehen, um sich dort zu verdoppeln. Und das ist in vielen ähnlichen Stellungsbildern auch ein Ziel, dann den König dorthin zu stellen und sogar selber vielleicht noch am Damenflügel zu spielen mit C5. Und auch nicht zwangsläufig Angst davor hat, dass die B-Linie noch aufgeht. Also das ist tatsächlich natürlich schon irgendwie eine mutige Entscheidung, aber ich finde eine durchaus gerechtfertigte und auch sehr gut nachvollziehbare. Ja, also es gibt auch ein paar Öffnungen, wo das gängig ist, in sowas rein zu rochieren und den König schnell nach B1 zu bringen und dann ist man doch ziemlich sicher. Beispiel, was wir hier auch hätten sehen können, ist ja auch das abgelehnte Damengambit mit Läufer F4, die Variante, die beide mehrfach gespielt haben. Auch da hätte Magnus mit den weißen Steinen ja zu lange auch Rade greifen können, was ein gängiger Zug und die Hauptvariante ist. Mhm. So, Läufer B6, wahrscheinlich eher Läufer G6 meinst du, oder? Die Idee, also Läufer B6 würde ich auch nicht verstehen, weil der hängt, aber Läufer G6 hat zum Ziel aus dem Weg, also erstmal aus der, sich zu decken quasi, ja, damit solche Abzüge nicht mehr drin sind und aber auch, um F5 vorzubereiten. Also Schwarz wird jetzt gar nicht zwangsläufig gegen den weißen König spielen, das ist eigentlich eine sehr unintuitive Stellung vielleicht für so die Grundsätze, die man so lernt bei entgegengesetzten Rochaden, dass man da dann immer zwangsläufig an dem Flügel spielt, wo der gegnerische König steht. Das muss aber gar nicht unbedingt so sein. Das ist auch häufig in Königsindisch-Partien sogar so, wo auch der weiße König lang rochiert, das Schwarz dann trotzdem mit F5 versucht, am Königsflügel, wo ja dann der König aber gar nicht steht, trotzdem dort Spiel zu suchen. Ja, dass man halt dort spielt, wo man seine Bauernmehrheit ist und einem, man sagt, ist egal, wo der gegnerische König letztendlich hinwandert. Ne? F5, E4, Springer E5, D3, auch das geht irgendwo Richtung König. Ne? Also wenn man das schafft, diesen mehrzügigen Plan. Mhm. Und Läufer G6 kam. Ah ja. Ja. Ja, alternativ hatten wir immer noch in der einen oder anderen Form B5 geprüft, aber bisher waren wir da eigentlich immer mit der weißen Stellung ganz zufrieden, weil man dann das Feld C6 bekommt und sich die C-Linie häufig für die Türme öffnet, A6 vielleicht auch mal schwach wird. Also ich glaube, das muss sich Schwarz auch gut überlegen, dass er das umsetzt. Auch mit potenziellen Endspielen, wenn der König auf B1 steht, beide Türme auf der C-Linie, man spielt hier B5, die beiden tauschen sich ab, dann tauschen sich auf einmal alle Schwerfiguren, der A6 ist höllisch schwach und Weiß hat einen Freibauern. Und kann direkt los. Dann kann man das sehr schnell verlieren. Ja. Also eine extrem spannende Stellung und viel mehr, als ich ehrlich gesagt von der letzten Runde erwartet hätte. Denn ich hätte gedacht, dass beide sich äußerst bedeckt halten würden heute und niemand gerne ein Risiko fährt, aber Fabiano... Das ist halt die Frage, wie du rangehst, ne? Ob du die Chance im Blick hast, mit nur einem Sieg, also nur in Anführungszeichen, Weltmeister zu werden, oder die Gefahr siehst, mit nur einem Verlust den Titel zu verlieren. Ja, und ich habe ja mal in so annähernd wissenschaftlicher Lektüre gelesen, dass Amerikaner, und Fabiano ist ja halb Amerikaner, lebt jetzt ein paar Jahre dort, dass sie insgesamt eine größere Neigung zum Risiko haben, was wohl damit zusammenhängt, dass wir Europäer und insbesondere die Deutschen, es gibt da irgendwie so eine Typisierung, bei jedem Ereignis immer sehr schnell die Schlüsse ziehen, was kann nicht klappen. Also risikoavers. Genau, dass man risikoavers ist. Und der erste Gedanke bei einer Unternehmung, bei vielen Deutschen ist, okay, habe ich schon mal Erfahrungen gemacht, die ähnlich waren, die negativ ausgefallen sind. Und bei Amerikanern ist das weniger verbreitet. Sie haben sehr viel mehr den Blick auf die Zukunft. Und wenn man
einen durchschnittlichen Amerikaner fragt, ob er irgendeine Unternehmung macht, das Erste, woran er denkt, ist, oh, ich habe schon mal was mit Erfolg gemacht, mache ich. Ja, also das ist quasi, ich wusste jetzt nicht, dass es da Länderunterschiede gibt, aber ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber auf jeden Fall auf Personen geschaut, gibt es da den Unterschied zwischen Gewinnorientierung und Verlustvermeidung quasi, welchen Ansatz man fährt. Wahrscheinlich hängt das dann auch damit zusammen, dass wenn man es jetzt auf die Nationen spinnt, dass in einigen Ländern deutlich mehr Versicherungen abgeschlossen werden. Das ist zum Beispiel so das typische risikovermeidende Denken und in anderen halt nicht. Da wird dann mehr Lotto gespielt oder so zum Beispiel. Ja, interessant. Ich weiß nicht, wie es bei den beiden so steht. Ich hätte jetzt eigentlich bei Magnus auch eher gedacht, so rein von der Ferndiagnose quasi, dass er auch eher gewinnorientiert ist. Ja. Das ist ja das Interessante bei ihm, dass er halb Europäer ist. Er hat in Europa gewohnt, er hat in den USA gelebt, so beides. Entschuldigung, aber heute setzt sich der Amerikaner in ihm durch. Naja, also ich muss da auf dem Chat mal recht geben. Solche Pauschalisierungen sind natürlich extrem gefährlich. Und gerade wenn man dann auf zwei Individuen schaut. Ja, ja sicher. Ja, Turm C2 ist der Zug, den wir erwarten, neben König B1. Das sind so die zwei Hauptzüge. König B1 auch vielleicht noch ein bisschen offener für ein eventuelles G4 H5. Aber es fühlt sich doch sehr richtig an, den Turm jetzt erstmal der Dame gegenüberzustellen und B5 effektiver rauszunehmen. Man muss natürlich dann mit F5 ganz vermehrt rechnen. Dazu habe ich übrigens auch eine Arbeit geschrieben, jetzt keine Bachelor- oder Masterarbeit, aber auch in meinem Studium hatte ich auch Risikoaversion und Gewinnorientierung an Schachspielern gemessen und geschaut, inwiefern das auch mit dem Verlauf der vorherigen Partien zusammenhängt. Also wenn man gerade verloren hat, ob man dann vielleicht noch eher risikoavers ist, weil es da auch Theorien gibt, die besagen, dass man das nicht per se ist quasi, sondern auch von Situationen abhängig sein kann. Genau, also auch dazu habe ich meine Untersuchung gemacht. Ich weiß, da muss ich die Ergebnisse nochmal raussuchen, was da genau rauskam. Es war auf jeden Fall ein komplexerer Zusammenhang. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass da verschiedene Leute unterschiedlich reagieren, dass der eine vielleicht sagt, ich will jetzt unbedingt gewinnen und ob ich nochmal verliere, ist mir egal. Solche Menschen kenne ich. Und die andere Seite, die sagt, ich muss jetzt erstmal wieder einen Fuß in die Tür kriegen, einmal nicht verlieren, dann stehe ich wieder auf. Ja, ist ja so ähnlich wie auch erfolgsmotiviert versus misserfolgsmotiviert. Ich bin ganz klar erfolgsmotiviert. Bei mir ist es so, wenn es gut läuft, dann denke ich mir, oh ja, jetzt trainiere ich noch weiter und jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und so. Wohingegen, es gibt auch andere, bei denen, die sind eher motiviert, wenn es nicht gut läuft. Die denken sich dann, oh, jetzt habe ich schon wieder verloren, das kann doch so nicht weitergehen. Ich muss jetzt mal Gas geben, ich muss mal wieder trainieren und so. Also da sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Ja. Turm C2. Und Zeit noch einmal ganz kurz für alle neu dazugekommenen, nochmal ein weiteres Highlight des Tages zu präsentieren. Denn heute gibt es für Neukunden nochmal die Möglichkeit, 40% zu sparen auf die Mitgliedschaften. Denn heute ist Cyber Monday. Ich wusste das bisher nur von zahlreichen Spam-Mails, die mich erreicht haben. Dass Cyber Monday ist. Genau. Aber heute gibt es wieder die Chance zuzuschlagen für die Premium-Mitgliedschaften. Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, nutzt den Code Cyber Monday. Das einfach mal am Rande erwähnt. Und jetzt ist der gute Herr Carlsen wieder am Zug. B5 erwarten wir definitiv nicht. A5 wäre mal ein Zug, den man vielleicht einschieben kann, wenn man dann aber auch bereit ist, B6 zu spielen. Und das wäre dann passend dazu zu sagen, ich spiele doch im Zentrum. F5, E4, Springer E5 und mach das hier lieber dicht, bevor König B1, Turm C1 und C5 kommt und weiß an diesem Flügel schwarz überrollt, obwohl der König hier steht, denn das muss nicht unbedingt schlecht sein. Wäre A5, B6 eine Möglichkeit, das Spiel hier forcieren zu wollen, dann weiß aber Bescheid. Dann, nach einem Zug wie A5, B6,
kann Weiß sich relativ sicher sein, dass Schwarz hier nicht mehr durchbrechen wird und kann seinerseits dann wieder überlegen, mache ich jetzt G4? Tja, das ist aber gar nicht so einfach umzusetzen, weil vielleicht kann ich den oder kann ich den H4 nie schlagen. Das könnte natürlich dann auch ganz schnell mal matt werden, gerade wenn die Türme schon quasi verdoppelt sind und ja nur noch rüberschwenken müssen. Ja, genau. Zack, zack. Also das heißt, man könnte ja G4 ja durchaus mal andenken vielleicht. Hm. Also auch F5 unabhängig würde von, dann vielleicht auch dem einen kleinen Riegel vorsetzen. Ja, lass mal zeigen. Ja, lass uns doch mal F5. Ach so, warte mal. Ach so, hier geht G4 noch nicht. Oder kann ich mir Turm C2 sparen und den erst spielen, wenn B5 droht oder B5 kommt quasi. Ach so, jetzt hängt immer der E4. Na, so halb, ne? Oder? Na, was ist, wenn ich auf G4 schlage und dann auf E4 und dann würde ich ja Damentausch in Kauf nehmen und auf C2 schlagen. Okay. Man kann hier natürlich noch gucken, ob man H5, H6 machen kann. Ach so, aber Turm C2 steht ja auch schon. Dann eher so gefuddel, ne? Ja. Und F5 steht auch. Braucht man das gar nicht weiter betrachten. Mehrere Möglichkeiten. Springer G5 sieht wie die Hauptmöglichkeit aus. Läufer G5 kann man andenken, funktioniert da wahrscheinlich taktisch nicht, weil der Bauer sich hier durchfrisst bis nach D1. Springer F2 sieht passiv aus, genauso wie Springer C3 und Springer D2. Springer D2 geht vermutlich auch taktisch nicht wegen F4. Läufer G6, FE3, also sieht zumindest gefährlich aus, geht vielleicht noch, ne? Aber dann hängt hier ein Bauer und allgemein Springer D2 sieht falsch aus. Also auf nach G5, das wäre jetzt mal der erste Zug, den wir prüfen können. Ja, da hatten wir einmal reinzuhüpfen. In vorheriger Stellung, aber da stand es noch ein bisschen anders, da war der König, glaube ich, noch in der Mitte. Ja, einmal geprüft, was passiert, wenn man rausschlägt und dann direkt E4 hinterher schiebt. Okay, es Springer kam aber F2 direkt kam schon. Springer F2. Na gut, Fabi spielt jetzt zügig, ist aber auch nicht ganz verkehrt, weil er nicht so viel Zeit hat. Muss man natürlich trotzdem schauen, dass die Stellung nicht vorher kippt. Okay. Lass mal schauen. Also Springer G5 wäre auch interessant gewesen. Springer F2 gehört aber sicherlich auch zu den Zügen, die nicht so verkehrt sein können. Gut, erstmal sieht er für mich also vom reinen Gefühl her sogar logischer aus als Springer D2, weil ich finde, Springer D2 vielen Figuren im Weg steht irgendwie. Ja. Ja. Und Springer F2 lässt da den eigenen Figuren noch mehr Raum zum Atmen. Noch harmonischer ist eigentlich nur Springer G5. Ja, da hätte man die konkreten Verwicklungen prüfen müssen. Genau. Aber ja, da Springer F2 sieht sehr harmonisch aus. Ansonsten also auch nicht wirklich klasse, weil ich meine, so die Felder, die er gerade anguckt, das ist jetzt keine herausragende Figur. Und jetzt müssen wir gucken, wie Schwarz weitermacht. Also Springer C5 wäre ein möglicher Zug, sich irgendwie hier aufstellen. Aber Springer C5 ist natürlich hier verlockender als noch zuvor. Wir hatten das einmal in einer anderen Konstellation geprüft. Da war der weiße Springer aber ziemlich aktiv. Und wenn jetzt der Abtausch käme, ich hätte hier keine Sorge mehr, die Damen zu tauschen. Nee, mit Schwarz also gar jetzt finde ich das auch attraktiv für Schwarz, weil man jetzt am Drücker ist. Dann sind wieder Ideen wie B5 aktuell, auch mit Hinblick, dass der D5 dann mal ausgehebelt wird. Dann sind E4 Ideen immer noch in der Stellung. Man hat das Läuferpaar, was zwar aktuell vielleicht noch nicht so gut zur Geltung kommt, aber sobald sich da was öffnet, ja schon. Ja. Vielleicht ist sogar mal F4 in irgendeiner Konstellation. Nur wenn dann H4 direkt schwach wird und der Läufer auf G6 nicht hängt. Ja, auch vielleicht Läufer E8, G6, Läufer D7, B5 oder so. Hier steht Schwarz einfach angenehmer. Ist noch kein direktes Durchkommen, aber der Springer auf F2 ist halt im Vergleich zu den schwarzen Läufern und auch zu den aktiven Bauern ohne große Schwäche im schwarzen Lager sehr attraktiv. Und es kam Springer C5 von Magnus. Auch sehr zügig. Dabei hat Magnus ja doch noch recht viel Zeit auf der Uhr, aber er hat wahrscheinlich vor F5 schon sich überlegt, wie er fortsetzt. Ja. Also wir könnten mit dem Abtausch, Generalabtausch auf C5 rechnen. Was nicht passieren wird, ist, dass der Läufer zurückzieht, irgendwohin E2 oder F1, dann ist immer F4 mit Angriff auf C2 und E3.
Und hier das Material irgendwo zu opfern, ich glaube, das ist völlig, völlig zu viel. Also das kann man nicht kompensieren mit diesem Läufer gegen den Monsterspringer. Also Läufer schlägt C5 oder man lässt sich schlagen, aber da muss man extrem vorsichtig sein, dass das nicht schnell nach hinten losgeht. Dann müsste man wirklich zusehen, dass man mit F4 diesen Läufer aus dem Spiel bekommt. Eventuell kann man im ersten Schritt versuchen, also wenn Schwarz nehmen sollte, was er nicht muss, hier mit der Dame zu nehmen, sodass man auf F4 den G6 kriegen könnte. Und sagen wir jetzt einfach mal, Schwarz macht Läufer H7, macht keinen Sinn. Okay, einfach nur um den zu decken und F4 zu drohen, dann F4. Und jetzt nach E4 kriegen wir langsam eine Konstellation rein, wo der Läufer überhaupt nicht mehr stark ist und weiß, völlig berechtigt auch auf Vorteil hoffen kann. Ja, stellen wir uns mal so einen Springer auf E6 vor oder schon mal auf D4 oder auf G5. Genau. G5, D4 irgendwo hin. Aber dieser Springer kann leicht dominiert werden und dieser Bauer geht wohl nirgendwo mehr hin. Oha, F4. Ah, und das hat Fabiano antizipiert und sofort F4 gespielt, wieder nach einer Minute Bedenkzeit. Ich brauche echt dringend einen neuen Tee, aber die beiden Spieler gehen. Ich wollte auch gerade sagen, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich kurz was essen kann, aber das können sie uns nicht. Nee. Okay, Vor- und Nachteile von F4 an dieser Stelle. Wir hatten F4 ja gerade auf dem Brett, aber da dauert es noch ein bisschen, bis es dahin kommt. Ich glaube, Schlagzüge, damit sollten wir anfangen. Also damit hängt auch schon ein Nachteil zusammen, nämlich dass Schwarz dann die Diagonale bekommt für seinen Läufer. Ich glaube, das ist schon... Du schielst immer so. Ich versuche gerade zu gucken. Ja, also genau, dass der Läufer dann plötzlich was zu sehen bekommt, das war ja aktuell noch nicht so. Und die schwarze Stellung wird immer angenehmer. Auch das Feld E4 könnte vielleicht mal für Schwarz relevant werden jetzt, wo der Bauer nicht mehr auf F3 steht. Ein Vorteil, also wir versuchen ja auch Vorteile von dem Zug verstehen. Also die Idee ist die wir schon hatten, ne? dass man einfach hofft auf E4 und sagt, okay, dieser vorgezogene Bauer, dieser gedeckte Freibauer sieht schön aus, aber den kann man gut blockieren. Beschränkt den Läufer. Genau, und dann stellt man sich hin und hofft, dass nichts Schlimmes auf einen niederprasselt. Hier ist aber die kritische Frage, und das ist eigentlich generell auf jeden Zug erstmal eine ganz wichtige Frage, was passiert denn aufs Rausschlagen? Und das ist nicht so klar. Schwarz bekommt schnell die Diagonale für den Läufer. Ich weiß auch noch nicht, wie er überhaupt wieder nehmen soll. Mit dem G-Bauern, dann opfert man immer den H4. Frage ist, ob man sich das nicht vielleicht leisten kann. Den zu opfern. Ja. Dann reißt man natürlich irgendwo die Brücken hinter sich ab, weil wenn der erstmal weg ist... Dann muss man matt setzen. Ja, genau. Was anderes bleibt dann nicht übrig. Ich kann mir aber... schnell vorstellen, dass es hier dazu kommt, dass man Aufbau wählt mit den beiden Läufern zurück. Oh Gott, diese Pfeile. Dann kommt der Bauer nach G6 und so ein, zwei Türme beeindrucken hier gar nicht. Und Weiß, was halt mit Weiß passiert, wenn er so einen Bauern opfert auf H4? Er beschneidet sich vieler Möglichkeiten, denn dann ist ein Abtausch ins Endspiel schon mal gar keine Option mehr. Das ist dann immer verloren. Das heißt, Weiß muss dann eine Spielentscheidung herbeiführen, eine konkrete Spielentscheidung, Mattangriff oder ähnliches. Mhm. Und jede Vereinfachung wäre zugunsten von Schwarz. Dementsprechend lass uns kurz Läufer 4 angucken, der sieht eigentlich noch normaler aus irgendwo. Mhm. Vielleicht kann man jetzt ja so ein bisschen Druck gegen D6 wird man keinen Druck ausüben können, weil man da einfach nicht noch häufiger, vielleicht kann man die E-Linie ausnutzen, wenn es optimal läuft und man schnell rüberschwenken kann. Wobei, so viel ist da auch nicht zu holen, ne? Ja, wie schnell man hier irgendwas machen kann. Man muss nur aufpassen, nicht schnell matt gesetzt zu werden.
Ich muss auf jeden Fall euch da im Chat recht geben. Man darf die Partie auf gar keinen Fall jetzt schon abschreiben, nur weil der Computer mal ausschlägt. Ja, ja. Das ist noch lange nicht gewonnen. Hier müssen beide Seiten noch kämpfen. Und ich glaube, wir dürfen hier noch eine ganz spannende Partie erwarten und auf gar keinen Fall schon den Sieg für Magnus sehen. Ja, A5. Also Magnus überrascht immer wieder in solchen Stellungen mit Zügen, die niemand auf dem Schirm hatte. Und die auch so schnell kommen. Ich finde, das ist eigentlich total Verwunderliche. Ja. Ja gut, also man kann ja auch im nächsten noch auf F4 schlagen, aber A5 irgendwie passt der für mich beim ersten Draufgucken nicht so richtig ins Bild oder zumindest in unsere Pläne, die wir bisher so hatten. Mhm. Aber vielleicht hat Magnus ja noch ganz andere. Also ich kann mir vorstellen, dass seine Idee einfach war, dass er den Damentausch rausnimmt. Mit der Hoffnung, wenn die Dame jetzt zurückgeht, dann ist Läufer schlägt C5, wird immer mit Dame schlägt C5 beantwortet, ohne dass irgendwelche Probleme vorhanden sind. Und dass er hier vielleicht gedacht, okay, später A4, E4, Läufer F6, Druck ausüben mit A3. Sieht auch aus wie eine bessere Stellung für Schwarz, aber A5, also ist weitreichender Zug, ne? Und gerade in der Stellung mit F4, also das kann mir keiner erzählen, dass Magnus sich jetzt schon wirklich intensiv in der Vorausberechnung mit F4 beschäftigt hat. Und dann nach 2 Minuten A5 zu spielen, ist... Ja, also er macht ordentlich Druck auf der Uhr, aber ich finde es ein bisschen fahrlässig. Und das hat sich auch so durch das Match gezogen, finde ich, dass er... Also Chancennutzung, dass er fahrlässig seine Chancen nicht nutzt, weil er an manchen Stellen, wo es kritisch ist, zu schnell spielt. Und das macht einen guten Spieler halt auch aus, dass er ein Gefühl für die kritischen Momente der Stellung hat. Ne? Gut, das hat er, glaube ich. Ja, aber das hat er hier nicht bewiesen in diesem Match. Ja, das stimmt. Er hofft auf Dame B5, habe ich mir sagen. Ja. Im Chat Läufer E8 und die Dame das ist gefallen. Das wäre natürlich ein Fest für Magnus. Ja. Das wird aber nicht kommen. Stattdessen gibt es statt Dame, man könnte noch nach E1 vielleicht zurück. Ja, oder nach A3, das hätte den Vorteil, dass das Nehmen auf C5 weiterhin verknüpft bleibt mit dem Damentausch. Die Dame steht auch auf A3 jetzt, glaube ich, nicht verkehrt. Man kann natürlich auch perspektivisch, wir hatten ja gerade schon mal skizziert, dass es auf lange Sicht auch mal so kommen könnte mit A4, A3, dass man A4, A3 einfach rausnimmt, weil die Dame hier auch eine Blockadefigur irgendwo ist. Ja, und ist, auch ne? nicht so einfach zu vertreiben, weil der schwarzfeldrige Läufer kommt dann nicht so gut hin durch den D6 Bauern und der Springer auch nicht, weil die Felder genommen sind. Ja, also... Muss man halt nur schauen, wenn es dann so ist, dass die Dame dort für immer und ewig gefangen ist quasi und den A4 blockieren, kann es das natürlich von der Kräfteaufteilung her jetzt nicht so Vorteil für Weiß, wenn eine Dame einen Bauern blockiert und dort für den Rest der Partie, ich überspitze jetzt natürlich wieder, stehen bleiben muss. Ja. Also A5, Dame A3. Dame A3 sieht nicht verkehrt aus. Dame D2... Also ich finde sie eher auf A3 ein bisschen sinniger, weil sie da nicht so drin steht in irgendwelchen fiesen Sachen und auf A3 kann sie nicht gleich wieder mit irgendwelchen Springermanövern angegriffen werden. Und ja. Aber Dame D2, ja, Dame E1 hat den Nachteil, dass vielleicht B5 gar nicht mal verhindert wird, weil danach kann man wieder nicht nehmen wegen Springer steckt D3 und dem Matt auf C2. Mhm. Und es kam auch Dame D2, jetzt geht B5 nicht, weil man einfach nimmt und die Dame deckt auf C2. Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn man jetzt auf F4 schlägt? Das war ja gerade eigentlich noch so das, was wir uns... Ja, oder ist das jetzt, es ändert fehlt, das jetzt schon wesentlich? Also es fehlt jetzt natürlich an B5. Sagen Ach wir so, stimmt, mal, das hat man ja F4. Generell nicht mehr. Und gerade war B5 einfach ein Kracherzug, ne? Der ohne A5 eingestreut... hier für sehr, sehr viel Spiel sorgt, weil Weiß Probleme bekommt. Es droht simpel das Schlagen und B schlägt C und man kann nichts dagegen unternehmen, weil man nicht nehmen kann wegen Springer schlägt D3 und Matt auf C2. Also das
ist halt, da sehen wir jetzt den Unterschied. Nach A5 ist die Dame auf D2 bereit und hier funktioniert das Ganze nicht mehr, weil der einfach genommen wird. Und nach Springer D3, na gut, dann nimmt der Springer zurück. Ist nichts los. Also jetzt vermute ich eher, dass es in Richtung E4 irgendwie hinausläuft. Dass Magnus jetzt ein bisschen ruhigeres Spiel möchte und vielleicht gesagt hat, okay, ich kann hier nicht schlechter stehen und da gebe ich ihm recht. Ich denke, Schwarz steht besser. Sowas wie A4 anstreben. E4, also mir missfällt das. Ja gut, jetzt wird das Spiel natürlich auf ein, irgendwo hin verlagert. Verlagert wird auch nicht. Irgendwo unter den Tisch oder was? Wird unter den Tisch verlagert, ja. Naja, und wenn der Springer hier angewackelt kommt, dann zieht man den Läufer und macht G6 und ja, vielleicht kann man auch den Läufer sowieso über E8 dann bringen, Läufer E8, G6, dann ist hier alles fest und dann vielleicht doch nochmal B5. Also ich kann schon verstehen, dass man in so einer Stellung sich die besseren Chancen ausrechnet mit Schwarz. Und dass das vielleicht auch etwas... Ja, aber im Vergleich zu der anderen Stellung, die wir vorher hatten, die wir zugegebenermaßen jetzt noch nicht ganz tief analysiert haben, weil Magnus ja so schnell gezogen hat, hat mir trotzdem E schlägt F gefolgt von B5 besser gefallen. Er hat aber E4 gespielt. Läufer E2 wird relativ sicher kommen. Läufer F1 hat keine nennenswerten Vorteile. Läufer E2 greift auf H5 noch an. Aber dann bin ich ja mal gespannt auf den nächsten schwarzen Zug. Gibt es da so, na gut, Läufer F6 ist ein Kandidatenzug vielleicht. Wobei, ich weiß ja auch immer dagegen stellen kann. Oder geht Läufer D4 taktisch nie wegen Springer D3? Oho, da hast du ja was entdeckt. Ja, sieht interessant aus. Oder... dann wieder, Läufer schlägt D4, Dame schlägt D4 und dann B5. Dann könnte man es wieder schaffen. Ah, auch cool, ja. Und hier, hallo, Springer B3. Also. Ich schüttel jetzt nicht den Kopf, weil der Zug irgendwie schlecht ist oder so, aber was, ich hab was das fällt ja ihm ein, so schnell zu spielen? Ich komme mir hier gar nicht hinterher. Läufer E8? Ja, auch okay, ne? Auch ohne A4. Läufer A4 zwingt Weiß zu B3, dann zieht er wieder zurück. Man hat einen Angriffspunkt. Aber, also, Magnus ist in seinem Element, ne? Sieht man auch an seiner Zugzeit. Der knallt einen Zug nach dem anderen raus. Ja, solange er da nicht übermütig wird, kann er das ja auch. Es ist halt die Frage, wann er die Bremse zieht und vielleicht doch mal intensiver nachdenkt. Aber gut, Läufer E8 droht ganz konkret was. Läufer A4, B3, das kann man auch wieder nehmen. Also sollte wahrscheinlich sowas wie König B1 kommen. Das kann man auch B3 spielen, aber auch hier, ja. Also entweder sofort oder erst Läufer F6 und dann Läufer A4, B3, zurück A4. Ich muss einfach sagen, ich kann Magnus verstehen. Er hat hier eine Stellung, wo er wenig Angriff von Weiß fürchten muss und selber relativ entspannt mal was probieren kann. Aber ja, ich kann trotzdem nicht nachvollziehen, warum er so schnell spielt, weil es sei denn, er hat jetzt hier schon seinen Gewinnplan ausgetüftelt, aber der Tobi Jakobs weiß aber warum. Warum? Er will auf Zeit gewinnen. Ja, Magnus will auf Zeit. Aber das, ja, das habe ich schon als 8-jähriger Zwutsch gelernt, dass man das nicht macht. Dass man nicht auf die Zeit des Gegners spielt, weil der Gegner ist im Zeitnotmodus, wobei das hier bei 25 Minuten ja jetzt noch gar nicht so kritisch ist, aber man selber nicht, weil man selber hat ja noch genügend Zeit. Das heißt, von dem anderen ist alles angespannt und bereit für den schnellen Kampf und bei einem selber noch nicht. Deswegen ist es der größte Fehler, mitzublitzen. Es sei denn, man ist sich seiner Sache sehr sicher. Man sollte dann immer so eine Mischung aus lange reinschauen. Ja, man kann ja gerne schon 5 Züge vorausberechnen und wenn das alles so eintrifft, dann kann man dann ja auch zügig ziehen. Aber ja. Naja, ich glaube, wir nutzen jetzt trotzdem nochmal schnell die Chance, bevor es dann zeitlich vielleicht bei Fabi doch so knapp wird, dass er schnell zieht und Magnus ja eh immer ganz schnell zieht, dass wir uns noch mal kurz in die Pause verabschieden und dann gleich wieder zurück sind und sicherlich eine sehr spannende Mittelspielphase noch zu erwarten haben. Auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich.
So, wir sind wieder zurück und schauen uns an, welche vielen Züge wir verpasst haben, denn ich glaube, es ist ein bisschen was passiert. Ja, und jetzt bist du ja auch vollends anwesend, also nimm diesen Text mal raus. Und wir haben nach König B1 gesehen, dass Magnus Läuf F6 gespielt hat, sehr natürlicher Zug, stellt sich auf die offene Diagonale. Und jetzt kam Turm E1 von Fabiano. Also die Idee von Schwarz ist es, mit Läufer A4 B3 zu provozieren, zurückzugehen und mit A4 zu hebeln. Und ich vermute stark, dass Turm E1 die Idee hat, dass man jetzt einfach Turm C1 spielt. Sieht auch wie eine super Stellung aus für Schwarz, aber Magnus hat jetzt A4 gespielt. So, und jetzt sollten wir uns in der aktuellen Partiestellung befinden. Und A4 ist ein typisches Vorgehen, wenn man sich die Diagonale noch nutzbarer machen möchte. Die Frage ist natürlich, wie viel von dieser Diagonale zu erwarten ist. Denn Weiß wird irgendwann sich bereit machen, mit Läufer D4 den Läufer herauszufordern. Turm E1 erfüllt dann vielleicht auch den Zweck, die Umgruppierung des Springers nach E3 zu ermöglichen. Oder nach C3? Kann das auch oder manchmal sein, dass er dort... Ja, eins von beiden. Steht. Aha, und auf A4 kam jetzt direkt Dame B, also direkt, ein bisschen hat er schon überlegt, aber ja. Dame B4. Interessant, ja. Nutzt aus, dass er das Feld jetzt wieder zur Verfügung hat. Da wurde er ja vorhin von vertrieben mit A5. Mhm. Und... Interessanter Zug und auch nicht so untypisch. Also es erinnert mich ja auch an eine Partie, die ich selber gespielt habe gegen Rowen Vogel. Der hat auch so einen Bauernsturm initiiert und die Dame, manchmal macht es Sinn, die Dame als Blockadefigur für den Angriff dort erstmal hinzustellen, auch wenn sie langfristig vertrieben werden kann, weil man einfach dann Zeit gewinnt. Mhm. Verhindert zumindest erstmal dieses Motiv mit Springer B3. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil das, also wahrscheinlich bringt es in den meisten Fällen das nicht, weil Schwarz ja, Weiß ja nicht schlagen muss. Aber solche Motive, wenn Weiß dann schlägt, dann schlägt man mit dem Bauern wieder und dann plötzlich hat man hier auf der A-Linie einen ganz starken Angriff, insbesondere durch den Bauern auf B3, sodass der König nicht fliehen kann. Solche Motive sind immer mal in der Stellung, wie gesagt, Springer B3 muss man nicht schlagen, aber nach Dame B4 ist es zumindest auch gar nicht mehr möglich. Ja, ich meine, man kann das ja auch mal ganz schnell aufs Brett stellen, wenn irgendwie sowas kommt. Jetzt nochmal ein ungünstiger Zug, dann haben wir auf einmal so eine Stellung wie aus einem Taktikbilderbuch. Ne, ja, oder auch wenn der Turm schon auf A8 steht, dann mit Turm A1 und den König dorthin lenken und dann die Dame. In so einer Stellung. Wer kennt das nicht, dieses forcierte Matt mit Hinlenkung? Ne, ernsthaft, wer es nicht kennt, sollte sich das angucken. Taktik Standard. Dann setzt man forciert Matt. Ja, Dame B4 sieht wie ein recht guter Zug aus, um weiteren Zugriff von Schwarz zu erschweren. Und jetzt, weiß nicht, G6, warum nicht? Finde ich, passt sehr schön rein. Hat zwei Funktionen. Die erste Funktion ist es, diesen Läufer zu befreien, wenn er irgendwann mal vielleicht nach D7 will, um dem Turm von F8 zu ermöglichen, auch rüberzukommen, im Angriff teilzuhaben. Und die Dame kann vielleicht mal nach G7 und den Druck auf dieser Diagonale erhöhen. Ganz konkret müsste man sich natürlich fragen, inwieweit Läufer schlägt C5 ein Problem ist. Ich glaube aber, dass man hier auch ganz selbstbewusst diesen Bauern zulassen kann, weil diese Diagonale ist. Ja, und Weiß hat ja auch den Turm schon von der D-Linie weggezogen, also ist jetzt auch nicht so vorbereitet, den Bauern irgendwie nach vorne zu bringen. Und jetzt, wenn jetzt Dame D2 kommt, sowas wie A3, das ist ein ganz typisches Beispiel für Diagonale des Todes. Vielleicht sogar schon sowas, Läufer H8, Dame G7 und Besuch. Ja, die schwarzen Felder sind hier sehr schwach. Ja, also G6 wäre ein Zug, den wir auf jeden Fall empfehlen können, so rein generell. Ja. Und ganz konkret vielleicht auch Springer A6, Dame angreifen. Vielleicht ist es. Vielleicht
hat Magnus hier, naja, Angst wäre übertrieben, aber Dame B6 oder kann man die denn fangen? Zeig mal nach Dame B6, wenn man dann einfach Dame B8 macht, droht dann Läufer D8 mit Dame gewinnen? Ja, Dame A7 gibt es natürlich zur Not immer noch. Ne? Ach so, ja, gut, dann ist das wahrscheinlich, hast du wieder was gefunden. Aber hier würde ich eher denken, dass die Dame rübergeht und man dann G6 spielt und ja. Aber stimmt, Dame B6 und man hat die Probleme nicht gelöst. Man möchte ja mit Schwarz auch nicht unbedingt die Damen abtauschen, warum auch. Ja, mit G6 kann man die Dame ja viel lieber auf dieser Diagonale nochmal gewinnbringend einsetzen. Und dann Turm A8 und dann A3. Oder auch Läufer H8 noch eingeschoben. Ist eine sehr, wirklich sehr bequeme Stellung gerade für Magnus. Denn er hat... Kann einfach viel probieren auch. Ja, ohne großes Risiko kann er jetzt versuchen, Fabiano nicht nur auf der Uhr, sondern auch auf dem Brett unter Druck zu setzen. Mhm. Gut, auf die Zeit geschaut, noch ist es keine Katastrophe für Fabi. Er muss nicht mehr so viele Züge machen, noch 10. Und da sind die 15 Minuten plus die 30 Sekunden, die man ja auch nicht vergessen hat, eigentlich noch ausreichend. Aber natürlich, gerade in so einer komplizierten Stellung, wo man auch genau drauf gucken muss, was macht der Gegner und man sich nicht so einen Standardplan vielleicht zurechtlegen kann, kommt es dann erschwerend hinzu, sag ich mal, wenn man wenig Zeit auf der Uhr hat. Genau. Ja, noch ist... kann man, glaube ich, nicht von viel mehr reden, als dass es eine angenehme Stellung ist für Schwarz. Womit wir auch in der letzten Runde dieser WM das Fazit ziehen können. Schwarz ist auch heute wieder schön aus der Öffnung gekommen. Man muss auch sagen, gut, der eigentliche Vorteil, der ist erst im Mittelspiel entstanden. Also, naja, vielleicht muss ich das doch revidieren. Ne? Aber, ja, wirklich viel hat Fabiano aus der Öffnung nicht rausholen können, außer... dass er wirklich allen gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr mutiger Spieler ist. Also kämpferisch halt einfach. Kompromissloser Kämpfer, ja, also, absolut. Sich da gar nicht auf irgendwelche Zugwiederholungen einlässt, sondern versucht, das Maximum rauszuholen. Ja, und was mich freut ganz nebenbei, ist, dass ich mit meinem rechten Auge lese ich ja den Chat. Na, mit dem linken gucke ich immer auf die Partie. Ja. Aber da sehe ich einige neue Namen und es freut mich sehr, dass die Community um Chess24 immer weiter wächst. Sicherlich auch bedingt durch einige wirklich gute Angebote gerade. Wobei ich auch sonst der Meinung bin, dass die Angebote schon gut genug sind eigentlich. da man ja gerade durch die 1-, 2- oder 3-Jahres-Mitgliedschaft sowieso nochmal viel weniger bezahlt als den Standardbeitrag. Und es gibt hier wirklich sehr, sehr viel, was man lernen kann und auch an ja, Live-Shows und so, wo man sich dann auch immer wieder trifft. Genau. G6 ist gespielt vom Weltmeister in einer relativ überschaubaren Zugzeit. Ja, und Fabiano hat jetzt noch 15 Minuten plus 4,5 Minuten Inkrement, also insgesamt jetzt knapp 20 Minuten für die verbleibenden 10 Züge. Das ist okay. Das kann wenig sein, wenn die Stellung jetzt noch komplexer wird. Wenn Magnus Drohungen aufstellt und Fabiano reingucken muss, wirklich, weil Züge wie zum Beispiel, oh, Turm D1 kommt sofort. Gut. ich mir war es nicht klar, also. Ja. Ich wäre jetzt ja auch noch nicht fähig gewesen, direkt. Ich hätte jetzt, glaube ich, erstmal überlegen müssen, was denn so potenzielle Drohungen sind, um mich dann gegebenenfalls dagegen optimal aufzustellen. Ja, das hätte ich auch gedacht, dass man sich die Zeit nehmen könnte, aber das hat Fabiano wahrscheinlich gerade schon auf Magnus Zeit gemacht. Ja. Ja. Okay, lass mal schauen, welche aktiven Ideen Schwarz auch hat. Okay, von Weiß eine aktive Idee könnte vielleicht Läufer D4 sein, jetzt insbesondere mit der Dame auf B4, weil davor, als die Dame noch auf D2 stand,
war das keine Option, weil man dann immer auf D4 schlagen konnte und nach Dame schlägt D4 wieder B5 als Plan hatte, weil dann, oder? Ja, seit mit König dem König, B1 ach so, nicht mehr. Ja, stimmt, aber mit dem König auf B1 hat man dann den Abzug nicht mehr. Aber gut, Schwarz könnte jetzt auch erstmal so einen Zug wie Dame G7 spielen. Ein anderes Vorgehen könnte sein, erstmal Turm A8 zu spielen. Die Dame erstmal auf C7 zu lassen, damit man immer mit dem D-Bauern wieder nimmt. Und A3 durchzuboxen. Also wirklich durchzuboxen, ne? Mhm. Mit Gewalt. Und im nächsten sowas wie Läufer D7. Und dann sehr interessant und was mich ein bisschen anlächelt, ist Turm F nach B8. Gerade wenn die Dame hier auf B4 steht. Wieso lächelt sich das an? B5, CB5 und dann Läufer B5, Turm A5. Mhm. Verdoppeln gegen den Punkt B2. Ja, sieht auch interessant aus. Also, wir können ja mal vielleicht nach Ausschlusskriterien machen. Den Springer auf C5 wird man nicht ziehen, der steht da gut, aber Springer A6 ist auch immer wieder eine Option. Die muss man irgendwie mit berücksichtigen. Ja, was das für Unterschiede macht, ne? Wenn man es jetzt spielt im Vergleich zu eben. Hier könnte man natürlich auf Dame B6 ein bisschen bequemer reagieren mit Dame G7. Aber auch Züge wie Tauschen, Springer B4. Lass uns da mal reingucken, ob es hier Möglichkeiten gibt. Springer B4, da muss immer der Turm nach D2. Okay, wenn ich jetzt A3 spiele, jetzt habe ich eine Taktik gefunden. Sagen wir mal einfach, Weiß möchte nicht nehmen, denn Weiß möchte nicht nehmen. Aber vielleicht muss er das schon. Und wenn er jetzt B3 macht, kommt Springer B4 und auf Turm D2 oder C1 kommt immer der Läufer zu Besuch und Schwarz gewinnt eine Qualität. Die Qualität weg. Dann ist noch nicht ganz klar, weil die Stellung so unglaublich zu ist und man die auch ganz schwer öffnen kann. Also da wäre ich mir noch gar nicht so sicher, ob das überhaupt schwierig ist zu halten. Da müsste man, glaube ich, noch mal tiefer einsteigen, um zu schauen, ob es da Durchbruchmöglichkeiten gibt und so, vielleicht mit Bauern, Opfer etc. Aber so auf den ersten Blick hätte ich gesagt, okay, das wäre vielleicht sogar fast eine Erleichterung für Weiß. Ja. Ja, lass nochmal. Ja. Und Markus alias Tiny Tempo ist jetzt auch Premium-Mitglied geworden. Schön, willkommen in der Community. Ja. Ah, okay. Und Markus, danke. Hat geschrieben, er ist hauptsächlich durch unsere Live-Kommentierung zu Chess20 vorgekommen. Aber es ist schön, dass du jetzt da bist, aber es gibt noch jede Menge zu entdecken hier. Wäre schön, wenn du bleibst. Ja, das sowieso. Okay. Also Springer A6 eine Option, aber wäre jetzt vielleicht nicht unser erster Vorschlag. Aber unseren ersten Vorschlag müssen wir auch noch entwickeln. Ich fand Turm A8 sah interessant aus. Ja, mit einer Kombination. Wir nehmen jetzt ganz viele verschiedene Farben. Läufer D7 und Turm dort. Dann haben wir noch eine Farbe, ja. Und dann vielleicht mal B5. Weil man beide Türme parat hat, die Dame auf B4 etwas unpassend steht. Ich glaube, man muss sich keine großen Sorgen davor machen, auf C5 mit dem Bauern zurückzunehmen. Mhm. Weil man kann immer den Läufer nach D7 stellen und die Dame rüberbringen in Verbindung mit Läufer H8, Dame G7, ganz enormen Druck auf B2 ausüben. Nur, wenn dein Turm auf A8 steht, hängt dann der C5, da musst du ein bisschen drauf schauen. Turm A8 kam. Mhm. Das heißt, wir müssen... Also weißt du, was ich meine? Nein. Wenn deine Idee ist ja, du hast es ja gerade so schön eingemalt, Läufer D7 und dann Turm B8 und dann B5. Dann kann ich ja mal auf B5 schlagen. Achso, und dann auf C5, meinst du? Ja, da muss man abpassen, dass es passt. Genau. Ja, vielleicht ja, so, obwohl Turm A5 kann immer mit Läufer D2 angegriffen werden. Und dann kann man den dann nicht vernünftig halten. Ja. Bei B6 kann man zwar machen, aber das hilft einem nichts, weil man möchte den Bauern ja weiter nach vorne bringen. Ja. Aber auch die Idee mit A3 finde ich interessant. Ja, und Dame A3 finde ich ist eine interessante Idee für Weiß, die Dame hier einfach konsequent als Blockadefigur zu nutzen, um A3 rauszunehmen. Das würde natürlich das Gewicht eines möglichen Springer B3-Opfers auf der A-Linie deutlich erhöhen, aber da muss Schwarz vorher noch was machen.
Also ohne irgendwas kann man nicht einfach Springer B3 reinziehen. Mhm. Naja, aber wenn die Türme verdoppelt sind, ja schon. Also ja. Wenn dein Läufer D7 fand ich auch akzeptabel. Dankeschön. Und dann Turm, weiß ich nicht, A6. Schwarz-Weiß macht jetzt einfach mal hier irgendwas, was nicht so gefährlich aussieht. Ja, ich würde, glaube ich, nach... Okay, man könnte auch nach A5 gehen und nach Läufer D2 dann zurück nach A6. Jetzt, wo kann man hingehen? Nee, ich meinte mit dem schwarzen Turm, aber passt schon alles. Ich weiß nicht, was ich mit Weiß noch ziehen soll. Und jetzt ist natürlich die Sache, der sieht hier nett aus, aber ach, er droht so, gar man nichts. Braucht ja, vielleicht kann man jetzt C5 oder so die Chance nutzen, wo, dass, ja, dass ja. Der Turm auf A6 hängt. Ja. Ja, okay, da hat sich Schwarz, glaube ich, ein Eigentor geschossen. Gut, der Turm könnte natürlich auch auf A5 stehen in unserer Variante. Ne? Dann machen wir dasselbe. Weiß wartet ab und greift jetzt zu Springer B3 und Weiß sagt sich, ja und jetzt? Ich nehme den da nicht raus. Was möchtest du denn jetzt von mir? Ja, das ist halt das Problem, dass man beim Opfer nicht immer nur rechnen muss, was passiert, wenn der angenommen wird, sondern auch, was passiert denn eigentlich, wenn der nicht geschlagen Thema wird. Thema Vorposten, das hatten wir schon. Ne? Wichtig ist immer, was droht diese Figur eigentlich auf den Feldern? Die Kontrolle über A1, C1, D2, D4 ist gerade so, dass man sie vernachlässigen kann. Von daher. Und ich werde gerade gefragt, ob ich beim Hagener Weihnachtsblitzturnier bin. Damit ist wahrscheinlich das Hagen gemeint, Hagen am Teutoburger Wald, wo ich leider sehr lange nicht mehr vorbeischauen konnte. Und auch dieses Jahr nicht. Mein ehemaliger Verein, ja. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, und ich wurde gefragt, ob meine Haare grün sind. Ja. Ja, ich habe eine Wette verloren, wenn 11 Partien Remis ausgehen, musste ich mir leider färben. Ja. Also Dame A3 ist trotzdem, also was heißt trotzdem, die Variante, die wir gerade gezeigt haben, bringt Schwarz ja auch nicht voran. Also Dame A3 sollte der die logische Fortsetzung von Dame B4 sein. Er muss natürlich jetzt nochmal so ein bisschen vorsichtiger mit B5-Ideen sein, weil die Dame schaut nicht mehr auf B5, also auch sowas wie Läufer D7, Turm FB8, verbunden mit einem Bauernopfer auf C5. Oh, ich wäre nicht gerne weiß hier in dieser Stellung. Schweiß. Nach Dame A3 und dann konkret was? Oder ist auch egal was? Meinst du für weiß? Ja, wann wärst du nicht gerne weiß? Hier. Jetzt schon. Und ohne Dame A3 wahrscheinlich noch weniger, weil wenn A3 kommt von schwarz, dann ist man hier komplett entblößt auf dieser Diagonale. Wenn dann Dame G7 kommt, dann muss man auch mit Schwarz wirklich gar keine Sorgen mehr haben, wenn man hier mal einen Bauern opfert auf C5. Das wird Weiß auf dieser Diagonale bereuen. Also Dame A3 ist vielleicht nicht alternativlos, aber sollte man mal machen. Was ist denn mit A3? Ein Zug, der dir die Falten auf die Stirn bringt? Ja, aber wenn wir festgestellt haben, dass der Springer auf B3, wenn man ihn schlagen kann, nicht besonders gut steht, vielleicht ist es ja dann auch nicht schlimm. Okay. Besucht der Turm auf B3, ich glaube, der steht da gut. Ja, das glaube ich auch. Also Bauernzüge sind extrem gefährlich für Weiß. Da muss er, ja, große Obacht walten lassen. Was passiert bei einem erneuten Remis, hat Stalemate gefragt. Sollte das passieren, vielleicht auch an alle neu Zugeschalteten, sollte die Partie heute Remis ausgehen, wir haben dennoch das Ende des klassischen Matches erreicht und dann wird es übergehen zu einem Tiebreak. Das heißt, am Mittwoch ab 16 Uhr wird dann erst einmal in einem Match von 4 Schnellschachpartien der Weltmeister entschieden. Oder auch nicht. Denn wenn es wieder 2-2 steht, sei es durch Remisen oder beide gewinnen mal, dann geht es über in eine ganze Reihe von Mini-Matches, Blitzpartien, jeweils ein Match bestehend aus 2 Partien und
Wer anderthalb Punkte erreicht innerhalb eines Minimatches, ist neuer Weltmeister. Sollte auch das alles nicht passieren, also sollten ganze 5 Minimatches 1-1 ausgehen, dann gibt es die berühmt-berüchtigte Armageddon-Partie. Ja, über diese Partie das wurde, glaube ich, auch ein Film mit Bruce Willis gemacht. Und da heißt es dann, Karten auf den Tisch, denn selbst bei Remis gibt es einen Sieger, nämlich Schwarz. Dafür in der Armageddon-Partie 5 Minuten für Weiß, 4 für Schwarz. Wer welche Farbe hat, wird gelost, beziehungsweise der Lossieger darf entscheiden. Ja. Aber bis dahin, liebe Leute, es ist ein verdammt weiter Weg. Bis zum Armageddon. Ich glaube, es wird nicht dazu kommen. Glaube ich auch nicht. Aber wer weiß. Fabiano was gezogen. Fabiano mittlerweile unter 10 Minuten Bedenkzeit. Man sieht jetzt schon, also okay, das sieht man schon seit einer Weile, die Sekunden ablaufen. Also auch die beiden Spieler, nicht nur wir. Ja, das ist nämlich immer so ein psychologischer Twist innerhalb der Partie. Bei klassischen Turnieruhren ist es nämlich so, dass die Uhrzeit in Minuten angezeigt wird, bis man unter 20 Minuten fällt. Dann ändert sich die Anzeige und sie zeigt Minuten und Sekunden an. Und spätestens da realisiert man als Spieler, ich sollte eventuell langsam Gas geben. Ja. Wir kommen hier gerade gar nicht hinterher mit den ganzen Chat-Beiträgen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise auch mit den ganzen Fragen. Wenn euch was wirklich auf dem Herzen brennt, dann schreibt es einfach gerne nochmal. Von Premium-Mitgliedern lesen wir oder versuchen wir, die Chat-Beiträge zu lesen. Bei uns steht jetzt gerade ein Remis drin, aber davon gehe ich aus, dass das nicht stimmt. Was? Ich glaube, das ist ein April-Scherz im November. Das kann doch jetzt nicht sein. Wow. Also das muss ich jetzt tatsächlich erstmal verarbeiten. Also aus weißer Sicht kann ich das nachempfinden. Ich finde, die Stellung ist schon angenehmer für Schwarz zu spielen. Wenn der letzte Zug Turm A8 war, wird Magnus das angeboten haben? Ja, ich überlege mir nochmal, ob ich da weiter ein Fan von sein will. Wie kann man denn? Oh, also ich meine... Also ich meine, klar ist die Stellung objektiv noch im Ausgleichbereich, aber hier ist doch noch so viel möglich. Schwarz hat einen enormen Zeitvorsprung und auch, wie wir finden, eigentlich eine angenehmere Stellung. Also das hat mit Kampfschach gerade nichts zu tun. Ich kann das verstehen, dass er von Anfang an gesagt hat, Remis wäre okay, aber jetzt in also wirklich angenehmerer Stellung Remis anzubieten mit besserer Zeit ist natürlich... Da muss er sich verdammt sicher sein, dass er in den Tiebreaks die Nase vorn hat. Wow, okay. Irgendwie glaube ich immer noch, dass das hier gleich wieder weggenommen wird und die beiden lustig weiterspielen, aber... Ja, aber April ist lang her, ne? Also und direkt nach dem 30., ne? Also erste ja. Chance, na gut, ja. Zweite Chance genutzt. Ja. Ja, das ist tatsächlich eine Überraschung. Ihr fasst es zusammen. Ja. Für uns auch. Wir waren jetzt noch gar nicht darauf vorbereitet, einmal die Partie zusammenzufassen. Ja. Ich glaube, man kann sagen, dass Magnus okay aus der Eröffnung rausgekommen ist und dann im Mittelspiel eigentlich die Initiative übernommen hat. Und viel mehr kann man zu der Partie, glaube ich, noch nicht sagen, außer dass es eigentlich eine hätte spannende Partie werden können. Ja, also wir können all unseren Zuschauern nur empfehlen, schaltet euch mal rein. Über Facebook kann man bei World Chess die Pressekonferenz live mitverfolgen. Wir werden es gleich auf jeden Fall tun. Da muss doch irgendwas passiert sein. Also für gewöhnlich ist Magnus ein enormer Kämpfer. Dass er am Anfang das Remis geboten hat mit der Zugwiederholung, kann ich super gut verstehen. Dass er es in dieser super bequemen Stellung immer noch getan hat, dass er sogar... Fabiano Remis geboten hat, da muss doch irgendwas dahinter stecken.
Was dahinter steckt, ob was dahinter steckt, das seht ihr dann spätestens in unserem Zusammenfassungsvideo, was wir bald für euch machen werden. Ja, dann kann ich jetzt auch erstmal den Text aktualisieren. Wir haben einen Stand von 6-6 erreicht. Das heißt, es kommt zu den Tiebreaks. Am Mittwoch um 16 Uhr, also ganz gewohnte Zeit, werden erstmal 4 Partien Schnellschach gespielt, beziehungsweise 3, wenn einer 2,5 Punkte haben sollte. 25 Minuten Bedenkzeit, 10 Sekunden Inkrement, nach jeder Partie 10 Minuten Pause, also auch für uns Zuschauer perfekt. Man kann seinen Tee nachfüllen, sich was zu knabbern holen und dann gibt es wirklich eine spannende Partie nach der anderen. Ich denke, wir freuen uns sehr darauf. Ich freue mich drauf, du auch. Hast du immer noch geschockt, nicht, ne? Ja, ich bin wirklich geschockt. Ich glaube es auch wirklich noch nicht. Ja, aber wir sollten. Wir sollten es glauben. Na gut. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart bei diesem Drama heute. Und dass ihr diesen überraschenden Moment mit uns geteilt habt. Ja, auf jeden Fall. Und ja, so haben wir einen Tag mehr Schach. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und wir sehen uns dann alle spätestens am Mittwoch wieder. Bis Finale. Dann habt einen schönen Abend. So, jetzt muss ich nochmal und nochmal. Tschüss.